So, ich müsste online sein. Grüßen. Uiuiui. Endlich ist es soweit. Hi Leute. Ihr schon Mo von VR, ich bin Mo Tansen. Und das hier. Ich auch nicht. Wie merkt man das? Hallo. Okay. So Leute, es ist soweit. Nach all den Wochen immer wieder in Spiele reingucken, testen, vergleichen, Sachen machen. Heute würde ich Horizon spielen. Einfach nur Horizon spielen. So, das habe ich mir verdient. Und jetzt sollte es losgehen. Ich hatte heute einen sehr interessanten Tag. Ah, das ist gut gelaufen. Wir werden gleich Maschinen sehen. Und endlich kann ich nochmal spielen. Kavat! Wenn das Boot kippt, ertrinkt er mit den Ketten. Dann ertrinkt er eben. Kannst du mir das vom Kopf nehmen? Kavat! So, ihr wisst, ich kann den Chat nicht lesen, aber momentan ist noch Isabella hier. Die könnte ein bisschen übersetzen. Oh, ich mach vielleicht den Ton doch noch ein bisschen lauter. Ne? Ich hatte den für Testgeschichten immer ausgeschaltet oder leise gemacht. Sprachlautstärke. Ach, das ist bei 70%. Das geht ja eigentlich. Okay. Dann nichts wie rein. Wie kommt man zurück? Beobachten und den Grauhabichten überlassen. Läuft alles, Isa? Verdammte Schattenkarte. Trotz diverser Jahre im Militär glaubt sie immer noch an Gerechtigkeit. Setz deinen gönnerhaften Hintern hin und paddel. Wenn er abhaut, wohin? Hey Frankson, hey Anton, hey Mauli. Der einzige Zufluchtsort ist Dämmerungsgriff. Und dort. Wow. Aber ein Chris. Dämmerungsgriff? Ist das ein Gefangenenaustausch? Sei bitte leise. Grüß dich. Der tadellose Marat gibt dir eine Chance. Sehr gerne, sein Zocke. Kannst du ihn um Begnadigung bitten? Also, versuchst du es mit uns, oder... Sturmvogel! So. Der erste Teil ist jetzt quasi eine Formalität, aber... auch schön, einfach nochmal rumzuglotzen. Was geht? Horizon geht. Soldat will mich also begnadigen? Ein Soldaten der Gegenseite? Was möchte er als Gegenseite? Ja, altes Ekel. Hey, ich hab dich was gefragt. Kannst du das sehen, Isa? Guck mal, ich seh diese riesigen Robotertiere hier vor mir. Ihr seid doch verrückt. Hey, nicht Marat tadeln. Na, welchen? Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen Film mit Robotern. Er trifft gleich auf uns. Avatar? Wegen des Dschungels oder was? Ich werde gerade von einem Riesenroboter zertreten, Isa. Stimmt. Diese Hirsche eben, die sahen so ähnlich aus, ne? Ja. Ja, Leute. Ahnt das mal her. Wenn mehr Maschinen kommen, wird vom Dämmerungsgriff nichts übrig sein, wenn wir dort sind. Kannst du fragen, ob da jemand aus unserem Discord ist? Achso, kann ich ja fragen. Ist jemand aus unserem Discord da? Könnte der so nett sein und mal in die Moschee posten? Du darfst auch Everyone benutzen. Also Max Wing sagt, wo bist du gerade? Man sind Wahrscheinlich, ja. Das Knarzen des Fußbodens wahrscheinlich. Ich bin zu Hause. Ah, krass. Dann hoffen wir, dass wir gut genug sind. Wie? Ach, ist doch okay, Isa. Nee, hab ich nicht. Wir starten doch auch erst gerade.
Vielleicht finden die Leute es einfach nicht so gut. Sie dürfen uns nicht sehen. Sie dürfen uns nicht sehen. Ja, muss man vorsichtig rangehen als VR-Anfänger. Aber ihr könnt natürlich auch sehr viele Komfortfunktionen einschalten, ne? Also. Ich hoffe. Hallo, hallo. Frido the Gamecat? Oh shit. Credo. Das wird auf jeden Fall kommen, ey. Pavlov werde ich zu gegebener Zeit ziemlich suchten, habe ich das Gefühl. Aber ich wollte jetzt tatsächlich mal hier dieses Ding einfach spielen. Ja. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe vor 2 Wochen reingucken können und habe halt gedacht, nee, das möchte ich im Livestream spielen. Zu der Zeit habe ich nicht gewusst, dass es keine Untertitel im Livestream gibt. Ich hoffe tatsächlich auch, dass wir die wieder kriegen, ja. Damit Isa hier nicht immer so flieren muss. Oh oh. Was war das? Ein Schlappmaul! Oh oh. Ein Schlappmaul. Da sind noch mehr. Gib mir den Bogen. Wir schaffen es nicht. Wir müssen. Ich sterbe nicht für einen Schattenkater. Oh. So, ein bisschen haben wir ja schon gespoilert. Ich glaube, der junge Mann, der ihm geschrieben hat, wir schaffen es nicht, hat recht. Er schafft es nicht. Okay. Ich schwimme jetzt an Land. Das habe ich ja schon mal gemacht, ne? Wobei, ich habe mir letztes Mal beim Schwimmen hier die Unterwasserlandschaft gar nicht so angeguckt. Oh, hier sind Fässer. Ach so, aber ich muss gar nicht viel machen. Das Spiel schwimmt mich. Okay, klettern wir. Ich hol dich! Das oh. Irre viel Spaß, aber das Klettern geht echt auf die Arme. Halt durch! Such dir voll auf den Mountain. Komm her, komm her, gib mir! So, wie ihr wisst, Mo Tensen hat vor nichts Angst. Keine Höhenangst, keine Kletterangst. Ich glaube, ich kann das. Oh, der kommt danach, ja? Also ich werde erstmal ganz entspannt hier Call of the Mountain Dawn spielen und dann tatsächlich wäre der nächste Kandidat Resi. Aber zwischendurch werde ich natürlich auch noch immer ein paar andere Spiele vorstellen, ja? Ja. Wann war das denn? Das ist ja irre. 2017 wahrscheinlich, ne? Ja, das werden wir rausfinden. Also ich glaube, ich kann auch sehr gut leben mit einfach nur hier mich umsehen, muss ich ehrlich sagen. Momentan ist das faszinierend. Ich habe natürlich jetzt so den ersten Wow-Effekt schon hinter mir. Ach, das tut mir leid, Max. Dann kriegst du selbstverständlich meine hier, ne? Ich möchte nicht, dass du dich in Unkosten stürzt. Der Credo, der Gamecat hat geschummelt, auf Easy gespielt. Was? Ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich für ein Schwierigkeitsgrad habe. Shit. Aber wie ich mich kenne, habe ich auch auf Easy gestellt. Und einfach weiter gemacht hier. Ich finde es auch ein bisschen irritierend, dass mein ich. Hallo. Hey! Schattenkater! Lauf nur davon, aber ich finde dich! Ich lauf nicht davon! Ja, das passiert, wenn man noch neu ist und nicht vorsichtig. Heute habe ich ein Video gemacht für Anfänger. Und tatsächlich ist dieses Motion Sickness-Thema präsent, ja. Also wenn ihr noch neu seid in VR, dann passt auf. Dieses Ganze, sich künstlich in der Welt bewegen, das kennt euer Körper nicht und nimmt euch ein bisschen übel. Ja? Da muss man sich erst dran gewöhnen.
und beim Üben unterbrochen. Endlich mal etwas Glück. Genau. Ich habe das schon beantwortet, aber sie fragt noch. Ja? Weiß man schon, ob das definitiv noch kommen soll? Oh Gott. Das mit den Untertiteln? Nee, das weiß man nicht. Also das ist einfach nur eine Hoffnung. Kann ich mich jetzt wenigstens wehren? Also zu diesem Live-Chat-Thema. Ja. Ich hatte fest damit gerechnet, dass es wieder so sein wird wie bei der PlayStation 1, weil das am Ende natürlich der Grund war, warum ich auf einer PlayStation 1 gestreamt habe. Machen wir uns nichts vor. Weil es so easy war und funktionierte. Und ich war sehr verwundert, dass es hier jetzt nicht eingebaut ist. Ich habe Sony tatsächlich schon daraufhin angesprochen, habe ihnen geschrieben, dass ich das essentiell finde. Ich weiß nur nicht, ob Sony wichtig findet, was ich wichtig finde. Konkret geantwortet, da haben sie mir nichts drauf. Und ja, ich glaube, wenn wir Streamer und Leute, die das gerne haben möchten, das ein bisschen weiterhin an Sony tragen, vielleicht erhört uns eines Tages jemand. Ansonsten wird das tatsächlich ein bisschen schwierig, ja? Weil dadurch, dass die PlayStation VR hier auch sehr dicht ist und alles, ich kann hier zum Beispiel nicht unter der Nase durch mein Handy lesen, so wie früher. Ich muss dann in den Pass-Through gehen, dann ist aber immer das Spiel unterbrochen, ist das halt nicht gerade ideal zum Stream. So, aber jetzt habe ich einen Bogen und bump. Damit habe ich ja schon rumgetestet. So, bis zu diesem Stück hier und ein Stück weiter waren wir schon in meinem ersten Analysevideo, wo ich mir schon alles ein bisschen angeguckt habe und über die Technik gesprochen habe. Aber auch da habe ich quasi nicht gespielt. Ja. Seht ihr diese Zielscheiben? Das Bogenschießen passiert einfach mit dem Eye-Tracking kombiniert. Das ist ziemlich cool. Man fühlt sich wie der beste Bogenschütze der Welt. Jo, jo. Willst du sowas eigentlich auch mal machen? Isa, guck mal, ich hänge in der Luft. Meinst du auch in VR? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich weiß es nicht, muss ich sagen. Ich habe nicht drauf geachtet. Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe vor nichts Angst. Außer vor Resident Evil 8, 7. Und ein bisschen vor Isa, ja. Nee, ich habe in meinem ganzen Leben bisher nur vor Resident Evil 7 Angst gehabt. Mehr fällt mir spontan nicht ein. Keine Höhe, keine nichts. Ich bin einfach normalerweise lebensmüde. Mir ist alles egal. Und, wisst ihr was? Eine Sache habe ich noch nicht probiert. Oh. So, wir sind jetzt hier das erste Mal in einem Bereich, wo man irgendwie interagieren kann. Okay. So, ich weiß schon aus dem letzten Mal, wo ich es angespielt habe, dass ich Äpfel essen kann. Ja. Und dann bekommt man Energie. Aber ich glaube, das erzählt mir das Spiel gleich noch ein bisschen konkreter. So, was ich euch auch schon gezeigt habe, ist, dass man Fackeln anzünden kann. Ja. Tschum, tschum. Da muss VR sagen, wo machst du mal Pistolen? Ja, mache ich. So, was ich heute gelesen habe, man kann die Pfeile anzünden. Ist das cool? Das hat jemand bei uns im Discord geschrieben. Guckt euch das an. Ich habe einen brennenden Pfeil. Jetzt muss ich nur noch ein Ziel finden. Vielleicht kann ich so ein Tierchen da unten. Schade, die erwischt man nicht. Die hauen ab. Okay, naja. So, guckt euch mal den Anblick hier an. Und ich finde es ganz passend, ehrlich gesagt, dass ich heute hier stehe. Ja, denn dieses Spiel hat ganz bisschen, also zumindest jetzt wegen der Berge und so, auch so ein Skyrim VR-Vibe, finde ich. Ja. Also es fühlt sich gerade nach einer großen Welt an. Wir können sie zwar hier wahrscheinlich nicht so frei belatschen wie in Skyrim, aber... Und Tisk schreibt, als Showcase ist die Maschinen-Safari noch besser als der Anfang, finde ich. Die schaltet man relativ schnell nach dem Dorf frei. Ja, genau, das hat mir auch schon jemand erzählt, aber
Ich wollte euch heute eigentlich in diesem Spiel hauptsächlich ein neues Lied von mir präsentieren. Der Beste ist. Ich brauche einen Trommelschläger oder sowas. Ich will das nicht mit der Hand machen. Mr. Behind the Sun fragt, wie komme ich denn zu eurem Discord? Du. Hier auf dem YouTube-Kanal, oben rechts, müsste eigentlich so ein kleines Discord-Symbol sein und da kannst du draufklicken, dann bist du da. Hallo? Ich dachte, ich kann mich hier auf den Kopf setzen. Wie komme ich von hier nach Dämmerungsgriff? Wie komme ich von hier nach Dämmerungsgriff? Ich drücke einfach die Dry-Axe-Taste. Aber ich wollte erstmal das Secret hier auch noch rausfinden. Was ich mich ganz geil finde, es gibt immer wieder so Stellen, pump. Sehr gut. Die ist bei dir auch das Game direkt unscharf, sobald man nicht gerade schaut, merke die Unschärfe beim Klettern am Moos krass. Sobald man nicht wirklich, also sobald man nicht gerade schaut, was meinst du damit, dass du zur Seite schaust? Also tatsächlich spiele ich für mich eher selten, aber im Stehen heute her. Ja. Isa sitzt da, wo ich sonst sitze. Aber wir können mal gucken. Vielleicht mache ich das unterwegs, dass ich auch mich mal hinsetze. Dann könnte ich auch die Kamera anschalten. Und hier wird gefragt, muss ich das Ziel via Eye-Tracking extra einrichten, aktivieren? Oh, gute Frage. König Sadahin wacht über das Sonnenreich. Ja, im Menü kannst du, ich glaube, es ist defaultmäßig eingeschaltet. Du kannst aber das auch, what? Was war das denn? Du kannst das deaktivieren oder, also es gab da drei Phasen, die man machen kann, hatte ich gesehen. Diese Sachen, die man hier ausprobieren kann, von denen bin ich mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Aber ich glaube, wenn man VR-Anfänger ist, findet man das wahrscheinlich total lustig, oder? Boom. So, ich. Und bei Wunderpack kann man mit dem brennenden Pfeil auch was in Brand machen? Das ist eine gute Frage. Das werde ich rausfinden. Ich hatte jetzt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man mit einem brennenden Pfeil halt tatsächlich später auf Tiere schießen kann. Und dann mehr Schaden macht oder sowas. Oh, eine Birne, Isa, guck mal. Die Sonne hat mich wohl noch nicht aufgegeben. Ja, siehst du? Oh, jetzt hätte ich Lust auf eine Birne. Ich kann sie essen. Die ist ganz, ein bisschen hart, aber verpasst dir nichts. Roter Apfel? Was denkst du? Ja, den nehme ich, den roten Apfel. Ja. Gib mal. Ich werfe ihn dir hin. Wupp. Vorbei. Naja, okay. Aber wir wollen hier nicht rumtanzen, denn ich weiß ja was du noch nicht weißt, glaube ich, Isa. Du hast ja sicher nicht mein Video geguckt zu diesem Spiel. Ich zeig dir mal. Alle deine Videos. Ja. Vergebe ich immer Daumen für deine Videos. Hä? Das ist ja schon fast Cheaten dann, ey. Also, dann gibt's hier etwas für mich. Na? XXX Snake Orex. Ein großes Danke an Isa fürs Vorlesen. Ich hoffe, Isa zockt auch mal Horizon Call of the Mountain. Isa ist schon vorgemerkt, die wird, wie heißt das, 11 Table Tennis spielen. Echt jetzt? Das Autorennen willst du auch machen? What? Okay. So, das hier. Die Liste wird immer länger. Zwei Spiele waren es jetzt. Okay. Ich muss ja mal die Glocke läuten, Isa. Ja. Übrigens, die Mechanik hier ist so ein bisschen wie bei The Walking Dead Saints and Sinners, ja, da sind auch schwere Gegenstände, die kann man mit einer Hand einfach nicht hochheben, die muss man dann mit zwei Händen heben. Ich finde das ganz nett. Ich weiß es leider nicht aus dem Kopf, aber tatsächlich ist Pavlov ein Multiplayer-Shooter, also da musst du eigentlich nie wieder was machen, außer auf Leute ballern. Okay, ja, dann eher nicht. So. Ah ja, Jack Carola sagt, danke für den Tipp mit dem USB-C-Verlängerungskabel. Hab's mir gleich bestellt.
Irgendwie bin ich zu blöd, den Schlüssel zu benutzen. Hier kommt eine spezielle Frage bezüglich Linsen. Ja. Kann ich die Linsen mit zwei Reinigungstüchern reinigen? Dürfte dann nichts passieren? Da sollte eigentlich nichts passieren. Aber wie gesagt, ich wäre mal ein bisschen vorsichtig, wenn das so Feuchttücher sind. Das macht bei der normalen Brille nichts aus. In so ein elektronisches Gerät sollte man möglichst nicht so viel Feuchtigkeit reinbringen. Aber normalerweise sind die eigentlich harmlos, ne? Das verdampft ja sehr schnell. Das sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Oh mein Gott. Wo sind sie geflohen? So. Ich gebe mir hier sehr viel Mühe, Isabella. Hat schon jemand ein Like gegeben? Ich versuche das gerade zu kontrollieren. Ich kann das hier jetzt auf den iPad. Ich muss das auf mein Handy machen. Ich zerschlage sonst die Teller. Ich zerschlage sonst hier die Teller. Ja. So. Ich meinte. Wow. Jetzt funktioniert. Ich kann tatsächlich die Teller zerschlagen. Oder noch besser, positives Feedback. Ich gebe. Ich mache ein bisschen Konzert. Benedikt Bausewein, wie kannst du... Oh mein Gott. Zum Glück habe ich den Bogen. Ein Wächter, zum Glück habe ich den Bogen. Ich finde es schön, dass meine Spielfigur für mich denkt. Das ist so angenehm. Guck mal, da versteckt er sich, der Kleine. Jetzt wollen wir aber etwas für Isa machen. Was machen wir für mich? Ja, pass mal auf, Isa. Oh nein, das erinnert mich ganz schlimm an den Pennchen ein bisschen. Aber du malst. Ja, ja, guck mal, ich kann das hier einpieksen und dann... Achso, warte mal, ich nehme für jeden Buchstaben eine andere Farbe. Das machst du ganz toll. Ja. Das ist ja Eis. Isa. Super schön. Pass auf, es geht noch besser, Isa. Oh nein, das wird ein bisschen eckig. Oh, wie süß. Es ist doch Valentinstag. Warte mal. Na, 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 na. Zack. Herz plus, verstehst du? Ja. Oh nein, das ist voll schief geworden. Gibt es keinen Schwamm? Da ist Wasser. Eimer mit Wasser? Was? Wo ist ein Eimer mit Wasser? Da stand irgendwas. Ist das ein... Nein, das ist ein Tambourin. Ich weiß nicht, warum hier lauter so Tambourins rumliegen. Keine Ahnung. Ja, jeder sieht was anderes. Was haben wir denn noch nicht benutzt? Blau, weiß. Vielleicht muss man hier noch so ein bisschen Highlights machen. Nein, das sieht nicht gut aus. Dann mache ich halt. Jackal68, danke! Ja. So, ich weiß nicht, ob das hier eine Hommage an Half-Life Alyx ist. Wenn man da ins Game kommt, kann man ja auch da mit den Fettstiften an der Glasscheibe malen. Finde ich ganz nett. So, ich hole mir mal lieber erstmal Feuer, wollte ich gerade sagen. Hier ist gar kein Feuer. Oh, oh. Das ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Also, ich... Nö, eigentlich nicht. Ich frage mich, ob wir da oben hinkommen werden. 31, 31, ich habe es bisher nicht geschafft, ohne Headset zu spielen. Dann kommt kein Sound. Was? Achso, er meint Ton wahrscheinlich. Ist dir bekannt, ob es ohne Headset geht? Nee, ist mir nicht bekannt. Ich glaube aber... Ich weiß nicht, Isa, kommt jetzt Ton aus unserem Fernseher? Nee. Weil ich den ausgeschaltet habe, den Ton? Das weiß ich nicht. Bitte aufhören mit Musik, bekommst ein Like. Hm? Was? Achso. Na, weil ich hier Musik gemacht habe mit Maracas und so. Kannst du auf den Fernseher gucken, ob ich den gemutet habe? Ja, hast du gemutet. Achso. Kannst du das Muten mal kurz ausmachen, damit wir hören können, ob über den Fernseher Ton kommt? Ja. Eigentlich müsste das nämlich. Dass du mit deiner Musik aufhörst. Ja, ja, ich höre ja auch. Nein, ich fand's ganz gut. Hat man denn die Musik gehört, die du gemacht hast? Spiel noch ja. Mal. So, jetzt höre ich den Ton über den Fernseher. Also das funktioniert. Ja. Ja? Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie deine Sound... Du kannst ihn jetzt wieder ausmachen, ne? Isabella? Ja, ich bin Isa mit Isabella. Danke. Jetzt wird sie zickig hier. Ja, ja, ja. Also. Die Reaktion ist auch Isa.
Ja. Okay. Hier, Isa, ich habe ein Stöckchen für dich. Ich guck mal, ob ich das in die Farbe pieksen kann. Ja, Schatz. Nein, das geht nicht. Oh nein, jetzt habe ich den Pinsel dreckig gemacht. Oh Mann, ich leg's mal hier hin. Gut. Ein Bekannter von mir wohnt in Karpacz. Wunderschön, kann ich Ihnen empfehlen. Karpacz? Das sind polnische Berge, Salzsocke. Polnische Berge. Ich weiß gar nicht, ob Salzsocke dich so gut hören kann, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt hier erstmal einen Kampf machen, Isa. Ich muss das aber schnell erledigen. Bewegung im Kampf. Bewegen Sie ein SSL nach links oder rechts? Genau. Hier ist eine Frage, würde es eigentlich aufgehen, zwei VR-Brillen an der Konsole zu betreiben? Nein, auf keinen Fall. Versuch mal, einen Apfel zu zerschießen. Werde ich tun. Jetzt muss ich erstmal hier einen Dinofanten zerschießen. Scheiße, gar nicht so einfach. Oh, fuck. Komm schon, Elias. Voll ins Auge. Hep! Juhu! Ja, frag mal. Eine vielleicht so als Beispiel. Ja. Wartet. Habt ihr schon mal gesehen, bevor wir hier muruieren, dass dieser Spiegel wirklich reflektiert? Finde ich ziemlich bemerkenswert. Ja, ich sehe da meine Hand. Kopf habe ich leider nicht, aber. Die Hände funktionieren. Ching, ching. So, genau. Ich habe es ja schon oft genug gesagt. Ich habe leider nicht die Fähigkeit, Mura wahrzunehmen. Für mich ist alles hier perfekt clean. Beziehungsweise, ich weiß ja, dass es da ist. Ich kann das in halbdunklen Szenen kann ich sehen. Aber offensichtlich hat mein Gehirn das für mich bereits alles ausgeblendet. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei jedem einfach so geht, ja? Aber ich nehme es einfach nicht wahr. Ich hatte eigentlich erst den Proof, dass es wirklich da ist, weil jemand, der hier war, der iMoody, der hat meine Brille aufgesetzt und hat gesagt, ja doch, er sieht das. Für mich ist es unsichtbar. Ich kann es nicht sehen. Was halt auch ein bisschen blöd ist. Ne? Also ist es eigentlich nicht blöd, wenn ich ein Review mache über die Hardware, kann ich natürlich nur sagen, was ich empfinde. So, ich mach wieder Musik, Gita. Siehst du? Ja, ich höre sie ja nicht. Ach so. Ach stimmt. Wieso gehörst du sie nicht über dein Gerät? Mach doch einen Kopfhörer dran. Nein. Ist doch nicht so aufregend. Ist das weggeworfene Maschinenrüstung? Finde ich irgendwie extremer als bei VR1. Die Immersion wird geringer. Bernard, dann machst du irgendwas dramatisch falsch, denn das hier ist ein wesentliches größeres sogenanntes Field of View. Tatsächlich. Dann musst du mal gucken, Bernard, ob du deine Brille falsch aufhast. Weil das hier ist markant größer als das von der PlayStation 1. Fortfahren halten. Ja, hier geben aber auch schon Leute Tipps. Kommt ja vielleicht. Müssen wir uns überraschen lassen. Ja, also genau, Leute, mit diesem Mura-Thema. Ich habe, wie gesagt, mich jetzt damit auseinandergesetzt. Ich habe Umfragen gemacht. Ich habe Dinge ausprobiert, Sachen getestet. Und es ist leider die Antwort, die ich gefunden habe. Ja? Es scheint da zu sein, ob man es sehen möchte oder ob man es irgendwie ausblenden kann, ist scheinbar auch so eine Gewöhnungssache oder sowas. Also der Vorschlag, so blöd es klingt, ich habe das unter das Video geschrieben, wo ich die Umfragen gemacht habe, ist wirklich einfach spielen, Spaß haben und es verschwindet. Es klingt blöd, aber es ist tatsächlich der beste Tipp, den ich habe. So, und jetzt, bis zu dem Platz bin ich ja schon gekommen. Alles ab jetzt wird Neuland. Jo. Ich habe das Klettern übrigens so eingestellt, dass sich mein Körper automatisch mitdreht. Ja, wenn ich hier irgendwas greife, dann
dreht er sich in einer guten Position dahin. Das würde ich aber jetzt VR-Anfängern nicht empfehlen, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also irgendwann nach Release kommt das in die ganz normalen Märkte. Dann kannst du es dir bei deinem Elektronikhändler des Vertrauens shoppen. Ja, weiß ich auch nicht. Da rufst du mal bitte bei Sony an und fragst sie, Isa. Ja, mach das. Oh, oh Gott, hier kam eben ein Vogel vorbei. Weißt du, was merkwürdig ist? Wenn man so einen Vogel hier von rechts vorbeikommen sieht, dann hat man auch das Gefühl, dass das Head Rumble auch von rechts kommt, obwohl es Quatsch war. Hallo? Hab ich dich. Verdammter Schattenkater. Nein, das ist Quatsch. Die PlayStation 5 gibt auch 4K HDR in die Brille, wenn man gar nichts angeschlossen hat. Das hat miteinander nichts zu tun. Hey, warte mal. Die Dame kenne ich. Du kennst die da. Du sagtest was von lebend, nicht bei Bewusstsein. Warum hast du mich hergebracht? Meine lebenslange Haft war das. So, Isa, ich muss jetzt mal ein bisschen dem Spiel hier zuhören. Moment. Du kommst gleich zur Sache. Genau wie dein Bruder. Das ist es also. Urit hat Probleme? Es geht hier nicht nur um das Leben deines Bruders. Maschinen attackierten die Siedlung. Maschinen greifen keine Siedlungen an. Sag das den Toten. Der tadellose Marat verlässt Meridian nicht wegen Gerüchten. Hier, das ist die Hauptdarstellerin von den Flat-Teilen. Hier passiert etwas und diese die ist ganz schön klein. Guck mal, wie sie zurückweicht, wenn ich versuche. Auf der Suche nach Antworten. Er ist noch nicht zurück. Und du brauchst jemanden Bärliches, der ihm hinterhergeht. Jetzt gerade nicht, bitte. Ich muss den Text zuhören. Erledige das und ich vergebe dir deine Taten in Meridian. Alles wird vergeben? Einfach so? Offiziell, ja. Falls du Urit findest oder Radell auf der Suche nach ihm, wäre es ein Segen. Doch um des Sonnenreichs willen musst du die Ursache der Maschinenangriffe finden. Eine Nora Kaderin, ein Spionmeister und die Begnadigung von Avad. Du musst mich ja verdammt hart mit dem Stein erwischt haben. Aloy. Das ist so lustig, ey. Wenn die gerade nur rumstehen und man versucht irgendwie die zu greifen. Kannst du klettern? Dann weichen sie so eigenartig zurück. Guck mal, sie weicht auch mit dem ganzen Körper so zurück. Das ist ja abgefahren. Und das Fell, was sie anhat, sieht... Oh! Alter, der Krieger sieht auch krass aus. Sind wir schon fertig? Oh. Ja. So, Jericho 3698 sagt, ich habe bei mir einen schwarzen länglichen Fleck auf der linken Linse festgestellt. Da geht es hoch zum Sonnenschein. Hier bist du. Das ein Schwarzenfehler sein, sieht aus wie ein Bartfahrer von der Größe. Hört sich nach einem Fehler an. Das würde ich umtauschen. Laut Marat führt dich der Weg fort von ihnen. Den Berg hinauf. Die Menschen in dieser Siedlung zählen auf dich. Okay. Ich hoffe, du findest dich. Die ist verhältnismäßig klein irgendwie. Das wundert mich. Okay. So. Wenn es vielleicht für euch okay ist, ich versuche heute tatsächlich dieses Spiel zu spielen, ja. Also, ich beantworte gerne an anderer Stelle irgendwelche Technikfragen, aber ich würde jetzt gerne mal hier eintauchen und so ein bisschen das erleben. Oder hat es dich gefunden? Nein, die müssten größer sein. Okay. Ich fand jetzt nur sie sehr klein. Naja, komm schon, wenn man eine Figur, die man irgendwie jahrelang auf dem Screen gesehen hat, mal in echt sieht. Aha. Gibt es dafür Punkte? Nein. So, wir sind... Ich konnte mich gar nicht im Dorf umgucken jetzt. Oh Mann, wie gemein. Na gut. Dann gehe ich mal dahin, wo sie gegangen ist. Geht nicht. Fantastisch. Was hängt denn da? Okay. Bernard sagt, er wünscht dir viel Spaß. Danke. Und Caramo sagt, Aloy ist Mini. Aloy ist Mini. Mini-Loy nennen wir sie ab jetzt. Also ich fand, die sah
schon wie ein normaler Mensch aus, nur wie eine recht kleine Person. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt wird nochmal gefordert, dass du einen Apfel zerschießen sollst. Ach ja, oh Mann, habe ich vergessen. Den nächsten Apfel werde ich zerschießen, okay? 176 Zuschauer hast du. Oh nein, da unten ist nämlich eine Zielscheibe. Nee, da ist eine Zielscheibe, die müsste ich eigentlich... Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn ich mich hier fallen lasse. Soll ich das mal machen? Ja, lass mich mal fallen. Ah! Oh Gott! Oh Gott, ich bin gestorben, Isa, ja. Oh nein, das war doof. Ich glaube, das... Warum hast du das denn gemacht? Ja, weil ich mal sehen wollte, was passiert. Man muss sich doch alles mal angucken. So ist das nun mal. Ich habe nämlich eine Zielscheibe da hinten gesehen von oben. Und die müsste ich mal abschießen. Hä? Jetzt sehe ich die nicht mehr. Hä? Da hinten läuft so eins von den großen Tieren. Oh, ich muss hinterher. Okay. Hüp. Ja. Hüp. Hüp, hüp. Sie sagten, ich könnte begnadigt werden. Wo sind die jetzt? Gedacht, dass ich's rausschaffe, oder? Ich sehe die da unten noch. Wie soll man denn da rankommen? Das ist doch gemein. Shit. Ich kann nicht an den Blättern vorbeischießen. Das ist fies. Moment. Nein! Das ist ja unmöglich. Ach, okay. Meine Immersion ist gebrochen. Shit. Okay, ich versuch's mal von hier. Oh ja, das geht. Boom. Sehr gut. Ja, ich glaube, hier kann man auch Höhenangst kriegen. Ich kann ja mal nachher Isabella hier durchgucken lassen. Also wie gesagt, ich habe keine Höhenangst in der echten Welt, aber ich würde in der echten Welt jetzt zum Beispiel nicht hier so entspannt an die Kante gehen und drüber gucken. Aber hier weiß ich ja, dass mir nichts passiert, also jedenfalls nicht. Ah, hier kommt eine neue Technik. Halte L1 und R1 gedrückt und ziehe die Controller ruckartig zu dir. Okay. Ich bin gesprungen über einen heftigen Abgrund. Leute, diese ganzen Holzgeschichten hier sehen auch so krass aus. Ja, seht ihr das? Das ist irgendwie alles so ein bisschen mit Metallbeschlägen und so in die Berge gebaut. Fantastisch. Ja. Hier, das, Isa, erinnert mich irgendwie an den Canyon. Siehst du das? Wir haben sowas Ähnliches auf Bali gemacht. Das war schräg, Leute. Ey. Ja. Die arme Isa musste mit mir hier auch so eine... Das ist wirklich identisch gerade, ey. Das ist halt so ein schmaler Bach und man klettert an den Felsen lang. Was leuchtet denn hier sogar? Was ist denn da? Interessant. Hep, 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 hep. Jo. Jetzt wieder eine Leiter. Cyber Neo, willkommen. Ah, das ist interessant. Guck mal, ich lese gerade eine Nachricht da oben. Hä? Als Vater mir befahl Prinz Itamen. Das bedeutet aber, dass rein technisch können hier Nachrichten eingeblendet werden auf der PlayStation VR 2. Ja? Ist ja krass. Hier oben rechts stand eben von jemandem willkommen. Das hat der mir allerdings über PlayStation geschrieben und nicht über YouTube. Ist ja witzig. Ah ja, beinahe. Hätte ich. Ist ja auch noch da vorbeigeschossen, ey. Ja, ja, ich versuche es. Ich denke nur halt überhaupt nicht dran. Ihr könnt ja schreien, wenn ihr eine seht. Alle Goodies. Habe ich hier irgendwas übersehen? Einen Apfel sehe ich gerade nicht, den ich erschießen kann. Oh, danke, Walker. Danke, Walker. Für Popcorn? Da ist ein Popcorn mit dabei. Sehr gut. So, also ich versuche an den nächsten Apfel zu denken, aber jetzt muss ich mich erstmal hier abseilen. Water. Jetzt nennen mich die Leute Itamens Schatten, einen Führer, einen Verräter. Killzone VR, Leute, wäre mein Traum. Aber auch das, was vorhin schon jemand gesagt hat, also ein Next Generation Wipeout wäre auch der Wahnsinn. Das alte Wipeout, also das
letzte Wipeout war schon so gut. Oh, hier liegt was. Da fehlt Markierung. Die Pilger müssen viele Scherben gehabt haben. Nicht von besserer Qualität als meine Kleidung. Überall. Vier Tage sind nur, dann sind wir auf die kleineren Inseln. Ich habe schon wieder den ganzen Namen vergessen, Isa. Fantastisch. Lambongan, Gili Air, Bababa. Auf Bali selber waren wir gar nicht so viel. Aber so drumherum. Mostyle heiße ich da. So, hier haben wir eine Weggabelung. Einmal geht's da lang und einmal da lang. Was macht man denn da? Vor allen Dingen, Leute, guck mal, wenn ich in die Sonne gucke, ist es... ah, es blendet. Ich habe meine Bildhelligkeit übrigens schon immer nur auf 70% gehabt. Ich hatte eine Zeit lang auch das Gefühl, dass ich deswegen den Mura nicht gesehen habe, ja, weil ich es nie auf 100 gedreht habe. Aber ich habe das mal nachträglich gemacht und daran liegt es nicht. Also ich glaube, der Effekt wird ein bisschen weniger, wenn man... dunkler macht, für alle, die das mal ausprobieren wollen, aber beschwören könnte ich es nicht. Da ist ein Höhleneingang und da geht es woanders weiter. Was sollen die jetzt machen? Der Weg splittet sich. Hier komme ich zu irgendeiner Höhle und da, also hinterm Berg, kann ich da weitergehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendein Priorität hin soll. Weil mein Zauberauge sagt mir auch nichts. Ich hänge mich mal hier ran und versuche mein Glück. Weiß nicht. 50? Also Zuschauer hast du 172. Echt? Krass. Da muss ich wohl springen. Na? 76. Leute, da kriege ich Ärger von Isa. Aber Isa, schau, wie schön die Felsen sind. Ja, die Felsen sind schön. Die sehen richtig krass aus. Meine Güte. Der Himmel? Ja, ich mache über blauen Himmel. Ja, ich weiß. Aber der ist ganz schön bewölkt. Ja, damit kann man leben. Siehst du die Vögel? Ja. Und siehst du, was für einen schönen Handschuh ich habe? Hier, mit so Puscheln. Ja. Guck mal. Ja. Und... leider habe ich keinen Körper, sonst hätten wir einen kompletten Schatten. Denn man macht wirklich Schatten hier in der Welt. Moment. Ja, wir können ja, Isa, wenn du magst, kannst du ja Sachen, die wir schon beantwortet haben, die möchte mit dir befreundet sein. Hecht Zander. Das ist ja witzig, Leute. Ich kriege hier Einblendung. Ey, man könnte den Chat einfach einblenden. Sony, bitte. Das wäre total perfekt, eben wie ich das gesehen habe. Also ich kriege gerade Messages von der PlayStation selber, ja? Und das steht hier dann einfach drin. Das ist total perfekt. Gosh, das wäre super. Aber dann wäre Isabella wiederum arbeitslos, ne? Naja, ich glaube, ich werfe das Handy. Ja, Isabella ist ein bisschen erkältet. Ich glaube, die macht es heute auch nicht so lange. What the fuck? Da muss man so zur Musik trommeln. Okay. Ja. Schande, ich glaube aber, jetzt kann ich den anderen Weg nicht mehr nehmen. Kann das sein? Oh. Nein, die Fackel. Aber die Zielscheiben. Genau. Die erwische ich. Ich weiß nicht, wie das in dem Spiel ist, wenn man sich für eine Richtung entschieden hat, ob man dann die andere auch noch nehmen kann. Also, hier kann ich nicht zurück, glaube ich. Und? Nein. 5 € für Isa. Danke fürs Vorlesen. Die stecke ich mir ein. Die stecke ich mir ein. Sollen wir dir hier schreiben? Schreibt Bennebaus. Alter, ja. Isa, ich kann das lesen, wenn Leute auf der PlayStation was schreiben. Das ist ja unfassbar. Okay. Aber kannst du nur mal bitte Max Win für die 5 € Danke sagen? Max, ich weiß nicht, ob du es hörst. Isa freut sich sehr. Die geht jetzt gleich los und kauft sich eine Coca-Cola.
Ein Reis. Ein Eis. Ein Eis? Was denn für ein Eis? Ah ja, stimmt. Isa mag nämlich so ein teures Eis. Schokoladenbrownie, irgendwas, Keksgeschmack. Nee, ich hab doch ein neues Salzbrezel. Oh Gott, das habe ich vergessen. Ich habe dieses Eis vergessen. Aber danke, Max. Ich glaube, ich werde das mal wieder in so ein Hey, was habe ich getan? Ich bin hier in einer dunklen Höhle. War sehr gut, Salzsocke. Tatsächlich bin ich heute mit einem breiten Grinsen da rausgegangen. Das war eine Routineuntersuchung, aber man weiß ja nie, in meinem Alter. Und ich scheine euch weiterhin auf den Senkel zu gehen hier. Fortschritt gespeichert. Ja, danach waren wir in einem Laden in Hamburg, der nennt sich Erikas Eck. Das ist so ein richtiger Fernfahrer-Kneipenladen. Da gibt es Schnitzel. Ich wollte jetzt ein witziges Wort vor Schnitzel setzen. Warte, es fällt mir noch ein. Da gibt es wagenradgroße Schnitzel. Ja? Nachdem ich ja den ganzen Sonntag fasten musste, wegen der Geschichte. Na, man müsste alle dich hier texten. Alter, hallo Jung. Das ist ja geil. Ich kann den Text lesen, wenn Leute im PSN mir schreiben. Das finde ich gerade richtig cool. Und genau. Da bin ich heute mit frohem Mutes dann rausgegangen und habe mir mit Isabella zusammen einen Schnitzel gegönnt. Das machen wir auch nicht sehr oft, ne? Wir versuchen schon ein bisschen uns gesund zu ernähren. Ja, Isa, ja, das ist auch noch das Lustige. Isa wollte was anderes und hat dann auch einen Schnitzel bekommen, obwohl sie was anderes bestellt hat. Sag mal, muss ich jetzt kämpfen oder was mache ich mit denen? Du schaffst das, Rias. Oh, du schaffst das, Rias. Muss ich mich schleichen? Irgendwie traue ich dem Braten hier nicht. Ich muss mich mal vor allen Dingen umgucken. Meint ihr, man kann auch so Sachen machen wie irgendwie so eine Kette durchschießen? Nee, schade. Hätte ich gut gefunden. Warum ist da eigentlich so ein Feuerding? Hi, Hans. Dort rechts gibt es etwas Deckung. Naja. Schleichen, Isa. Kennst du doch. Naja, ich muss mich hier an diesen beiden Wächtern vorbeischleichen. Oh Gott! Ja, ich sehe das. Wie geil. Ich finde es auch total doof, dass der YouTube-Chat nicht geht. Das ist perfekt gerade, ja? Die Schrift wird hier oben rechts eingeblendet. Das ist sogar besser als dieses vor der Nase einblenden. Oh shit. Ich glaube, ein Wächter hat mich gesehen. Der hat so gelb geleuchtet. Jetzt ist er wieder blau. Okay. Dann renne ich mal schnell los. Scheiße. Ey, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob Sony, keine Ahnung, mit Google irgendeinen Stress hat. Google betreibt YouTube. Ja, also ich weiß nicht, technisch, Mist, habe die andere Route genommen. Die ist cooler, sagt Bennebaus. Ich weiß nicht, Bennebaus, ich wollte eigentlich gerne an der Luft bleiben. Ich wollte gar nicht so in Höhlen, aber es schockt schon. Ich renne jetzt einfach los. Ja, Isa ist verschnupft eigentlich. Sie klingt heute wie eine Brockenhexe. Nein, nicht das iPad werfen, bitte. Das bist du erst nicht. Aber es ist das alte. Das deins? Ah ja, okay, ja, das kannst du werfen. Isa hat mein altes iPad Air geerbt. Und offensichtlich. Wisst ihr, wie geil das aussieht, wenn hier das blaue Licht von diesen Wächtern auf den Felsen leuchtet? Was? Okay. Lieber nicht zu lange gucken. Wie geht's denn jetzt weiter hier? Hallo? Hallo? Ich kann doch nicht darüber springen, oder? Doch.
Hep. Oh, boah, ja. Hep. Ich hänge. Hey Mo, ich habe auch andere Route genommen, sagt Laubi. Wie geil ist denn das bitte? Ich freue mir gerade wirklich einen Ast. Wo muss ich hin? Dass ich was lesen kann. Leute, das ist tatsächlich, man sieht den Text dann halt nicht im Video. Ja, okay. Aber seht ihr, dass da oben irgendwie ein schwarzer Kasten ist oder so? Isa, vielleicht? Was? Ich lese gerade. Ach ja. Also, ich spiele es ja jetzt gerade zum ersten Mal so richtig. Technisch halt unfassbar. Und spielerisch finde ich es gerade ganz cool, aber es ist halt auch linear, ne? Also, das muss man halt auch mögen. Ich persönlich bin ja auch eher so ein... Wartet mal. Wie jetzt? Ich bin ja auch eher so ein Skyrim-VR-Fan, ne? Also ich finde es... Wo soll ich denn hin, Mensch? Moment mal. Ich habe hier gerade Stress, Leute, mit den komischen Viechern. Kann ich ja in die Lore bitte mal rein? Dann kann ich nämlich auch schießen. Ja, ich glaube, man kann sagen, was man will. Schon allein als State of the Art Präsentation, was hier auf diese Hardware geht, ist es halt schon mal krass. Ja. 9,5, okay. Naja, ich werde es durchspielen und dann werde ich mal gucken. Wie komme ich denn an die Zielscheibe ran? Ich habe ja keine Hände frei. Das finde ich irgendwie unfair. Oder kommen wir da unten auch noch hin? Ich kann mich ja hier nicht fallen lassen, ne? Oder? Merkwürdig. Ja, ja. Okay. Endlich in Deckung. Weil irgendwie, ich versuche eigentlich in die Loren reinzukommen, aber... Entschuldigung. Der sucht nach mir. Eine 11 von 10. Moment. Was? Finde den Fehler. Wie kann ich das denn abschießen, wenn ich keine Hände frei habe? Gibt es da einen Trick? Verstehe ich nicht. Ah. Echt jetzt? Hast du Hunger? Nach dem Schnitzel heute. Nach dem Schnitzel und den Flammkuchen wollte ich elegant verschweigen. Ich wollte nicht, dass die Leute denken, du bist ein Jawok. Ja. Ich habe heute nämlich nur einen Schnitzel gegessen zum Mittag, nachdem ich gefastet habe, und Isa hatte 3. Hui! So. Vom Regen in die Traufe. Ich hoffe jetzt, ist das dieselbe Scheibe? Sehe ich die jetzt noch? Ja, ne? 8 von 15. Ich bin mal gespannt, ob ich alle finde. Hier, das hier zum Beispiel, wenn so das Licht hier gerade durch den Felsen fällt, ne? Da hat man schon harte Unreal Engine 5 Vibes. Erinnert ihr euch an diese Demo, wo so eine junge Frau irgendwie durch so Felsen ging? Was quietscht denn hier so? Der Pilgerpfad stammte von Sklaven. Der Pilgerpfad. Nora, Osaram, Banuk. Alle mussten dem Sonnenreich dienen. Sieht ziemlich cool aus. Ich frage mich aber, ob ich wieder an die Weggabelung komme und auch noch die Chance haben werde, den anderen Weg zu nehmen. Der Turm in der Mitte. Hep. Komm hier raus. Oh, was? Krass, Leute. Bei mir war eben... Ich weiß nicht, ob ich mich bewegt. Nein! Shit. Ich stand eben ganz kurz im Pastor im Zimmer. Ich glaube, ich habe in der Realität einen Schritt nach vorne gemacht. Das passiert mir auch nicht oft. Immersion lässt grüßen. Und jetzt nochmal. Hep. Na komm schon. Ja. Okay. Ja. Ja. Stell dir mal vor, ein Spiel wie Zenith oder so. Ja. Mit dieser Grafik. Scheiße. Ich habe noch ein Let's Play diese Route gesehen. Ach so, krass. Echt? So, hier stehen die ganze Zeit Wächter. Ich hoffe mal, die machen keinen Ärger. Huhu.
Guckt euch mal bitte an, wie das Licht hier durch meine Finger dringt. Ja? Die Technik nennt sich Subsurface Scattering. Also wo Licht durch Objekte dringt und man dann auch so Schattierungen sieht, das ist halt, bis vor ein paar Jahren war das sogar im Offline-Rendering, also nicht bei Real-Time-Spielen, sondern beim normalen Rendern, ja, also das, was mein Job ist als 3D-Artist, war das eine ganz große Nummer. Und das hat man nicht einfach in Echtzeit, unfassbar. Ja, und das macht halt Ohren und Nasen und so bei menschlichen Charakteren halt natürlich. Ja, irgendwie guckt er ganz schön mies, miese Petri hier. Hallo. So, hier ist ein Seil, aber ich weiß nicht, ob ich hier lang gehen sollte. Ich kann da lang. Aber wo komme ich denn da schlau hin? Weil hier unten ist irgendein Drehrad. Da kann man irgendeinen Mechanismus auslösen, glaube ich. Und da geht auch ein Seil hoch oder runter. Ich bin richtig verwirrt. Ich dachte, das Spiel hätte wirklich nur so Call of Duty, ein Weg und fertig. Jetzt muss ich mich beeilen, der hat mich irgendwie gesehen. Schulli, lass mir. Ja, wenn ich da hingehe, kann ich den Mechanismus nicht mehr bedienen. Ist ja merkwürdig. Nein, nein, nein. Shit. Die schießen auf mich. Oh Gott. Oh, sorry, Leute. Sorry. Mistviecher. Verdammte. Ja. Sie geht's aber zur Sache, ey. Hep. So, ich war jetzt auf dieses Ding neugieriger. Ach, guck mal, hier kann ich. Okay. Ich weiß gar nicht, kann ich die auch. Ich kann nicht zurückschießen, weil ich hier hinter dem Ding bin. Aber ich glaube, die können mich auch nicht treffen. Schocki wurde der Gruppe hinzugefügt. Okay. Das ist lustig. Ich habe bisher noch nie bemerkt, dass man hier die Nachrichten bekommt. Denn ich musste mich, als ich das Headset getestet habe, musste ich sowas alles sperren, ne? Damit man nicht sieht, dass ich, was ich da spiele oder so. Ich verstehe jetzt nur nicht, was diese Lore hier soll. Das hat ja gar keine Bewandtnis. Also ich kann die hoch und runter nehmen, aber kann ich mir damit vielleicht selber helfen? Weil jetzt haben sie mich ja schon entdeckt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich lasse die mal da oben, glaube ich. Naja. Ja. Also, die komischen Viecher schießen auf mich, hilft jetzt nichts. Ich hangel mich hier oben hin. Hep. Und ja. Schieß doch, was du willst. Ich bin schon weg. Oh, man kann sich übrigens, wenn ganz mutig ist, kann man hier sich auch so ein bisschen. Ach, nichts verstecken hier. Die können mir gar nichts anhaben, scheinbar. Ich glaube, ich spiele wirklich auf easy, Leute. Sorry, ist kein Cheaten, aber. Anhand des Balkens sollte ich nicht mehr lassen. Ein, zwei Worten. Ja, ziemlich atemberaubend, was das ganze Atmo hier angeht. Also kommt schon, Leute. Das ist genau das, was ich in VR mal sehen möchte, ja. Und, oh, ja. Man ist ja schon gar nicht mehr so anspruchsvoll. Also in den letzten paar Jahren gab es ja immer wieder Spiele, die wahnsinnig beeindruckend sind. Aber hier bei Horizon zum Beispiel ist so viel Technologie drin, dass man das jetzt schon wieder als ganz normal nimmt. Guck mal, wenn der auf mich schießt, achtet mal drauf. Zack. Dann wird hier alles beleuchtet, ja, von dem roten Schuss. Und das ist halt so ganz normal, klar. Aber das passiert halt sonst in keinem Spiel, weil die Technik da nie, also die Performance nie so richtig ausreicht für solche Spielereien. So, jetzt haben wir es aber hier. Ja. Jetzt sollte ich vorbei sein. Die große Frage ist, es ist nur tatsächlich lustig, dass man sich, kann ich mich hier fallen lassen? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich auch zurückschießen könnte. Ja. Aber jetzt komme ich an sein Auge nicht ran. Schade. Das ist geil. Ich habe nicht geahnt, dass man auch mal hier zurückschießen kann. Ich dachte, das ist eine reine Metal Gear Solid Mission. Da hinten leuchtet irgendwas. Seht ihr das? Boom.
Okay, ich habe irgendwas runterfahren lassen. Ja, komm. Wo ist denn der andere Dino? Kann ich hier lang gehen? Nee, nur hier. Also, es sieht halt wahnsinnig beeindruckend aus, ne? Stellt euch vor, das wäre halt wie so ein Skyrim VR. Man könnte wirklich überall rumlaufen. Hier hat man halt viele Sachen, dass man hangelt sich da durch die Gegend. Komm schon. Guck mich an. warte mal, da hinten war auch noch eine Zielscheibe. Ich sehe die blinken, aber ich weiß gar nicht. Ah, konnte ich nicht hin. Ich hab sie, sehr gut. Dann auf die wilde Fahrt. Hätte ich ja auch schon mal vorher auf die Wächter schießen können. Ich mach das jetzt einfach. Wenn ihr mir blöd kommt, ich bin hier nicht wehrlos. Das ist aber schon mal interessant. Ich dachte nämlich jetzt tatsächlich, man kann nur diese arenamäßigen Kämpfe machen. Aber das ist doch jetzt eine freie Situation. Vielleicht kann ich jetzt sogar was holen von dem Roboter. Na? Nicht so gelaufen, wie du dachtest, als du heute früh aufgestanden bist. Ne? Hoffe, das Level der Qualität bleibt unter anderen neuen Titeln. Ja, das ist so eine Sache, ne? Ihr wisst das ja. Kann ich da hin? Hey. Wie kann ich... Ja, da komme ich nicht an. Wieso ist eine... App? Wie soll man denn da hin? Interessant. Ist das so gedacht? Bin ich jetzt überhaupt richtig? Da oben ist eine Tierleiche, eine Roboterleiche. Guckt euch das mal an. Wie soll ich denn da hinkommen? Hey, kann ich mich hier schwingen oder sowas? Nee, warte. Ich kann noch springen, ich Idiot. Das habe ich vergessen. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ich bin hier echt zu vorsichtig. Guck mal, ich kann springen. Hep. Oh, oh. Hep. Okay. Aber nett, dass hier jemand immer so Kletterdinge eingebaut hat, ne? Jetzt muss man noch eine Fackel haben oder so. Ah, guck mal, hier ist ein Teil. Noch ein Rüstungsteil. Der Effekt ist auch nett. Aber irgendwie mal so ein Apfel zwischendurch wäre auch ganz cool. Gönnen einem gar nichts hier. Ich finde, das Klettern ist aber tatsächlich gut gelöst. Ich habe ein paar Spiele, oder wir alle, haben ein paar Spiele schon gesehen, wo man Leiter hochgeht und dann hängt man so an der Kante. So, wie geht's weiter? Das haben sie ja ganz gut gemacht. Hier haben die immer so Griffe und dann ist man explizit oben. Zack. So, jetzt kann ich runterrutschen. Jum, boom. Weiß einer das Wort in Tropfsteinhöhlen? Stalagniten oder Stalaktiten? Frage ans Publikum. Die von oben runterhängen, möchte ich mal wissen. Weißt du das, Isa? Was habe ich dich? Ich weiß es halt auch nicht. Echt? Nieten. Thomas schreibt Nieten unten. Okay. Tieten oben. Nee, also die von oben runterhängen heißen Stalaktiten. Kann man sich witzigerweise eine ziemlich schräge Eselsbrücke bauen. Ich sag dir jetzt aber nicht. Okay. Oh. Stalaktiten und Stalagniten. Und dann gibt es noch den Hamburger Mietspiegel. Hm. Ach, weiß ich auch nicht. Das ist mir so eingefallen. Das war gar nicht so lustig, wie ich dachte, als ich es dann gesagt habe. Ich muss die Spitze des Turmes erreichen. Ich finde es echt, das ist noch eine schräge Geschichte. Also wenn man alleine spielt, ist es wahrscheinlich so noch ein anderer Flavor. Aber wenn ich hier spiele und mich eh ein bisschen unterhalte, dass dann meine Spielfigur immer redet, ja, so, ich muss die Spitze des Turmes erreichen. Das erinnert mich super hart an Arizona Sunshine. Jetzt ohne Scheiß. Puh. Geschafft. Mein erster unterirdischer
Kontakt mit Wächtern. So, der erste unterirdische Kontakt mit Wächtern. Wow, Isa, hier, das ist echt nichts für dich. Guck mal, ich muss jetzt hier runterspringen, da ran und dann geht da wahrscheinlich so eine Holzeinbahn. Wie heißt denn sowas? Oh Gott, ist das hoch hier? Ja, weißt du, wie so eine Schiene. Oh mein Gott, aber die Felsen sehen auch sowas von krass aus hier. Also echt Respekt, Leute. Ich hoffe, wir werden noch mehr Spiele in der Qualität bekommen. Holz. Ich muss den Baum umarmen. Wartet. Ah. Ah. Ach, wie schön. Hep, boom. Hast du gesehen, Isa? Ich bin jetzt damit gefahren. Oh, wieso hast du nicht geguckt? Oh, man. Guck mal, und... Ich. Was ich nicht weiß, was ich noch gar nicht ausprobiert habe, ob man auch wieder rückwärts klettern kann. Geht das? Hallo? Weil hier komme ich jetzt an eine Stelle, die ich noch gar nicht so richtig verstehe. Ja, hier kann ich irgendwie weiter hoch. Aber ich frage mich ja immer noch, was da hinten gewesen wäre, wo ich jetzt nicht lang... Da ist die Brücke, wo ich vorhin lang gesprungen bin, glaube ich. Und eigentlich gibt es auch einen Weg hier lang. Leider nicht. Oh, also, Thomas Jung sagt... Der Junge sagt, ich kann nicht klettern. Also rückwärts. Ich will aber... Warte mal, macht aber auch keinen Sinn, ne? Hier ist so ein Seil. Ja, schade. Dann muss ich... Aber dann habe ich ja auf jeden Fall schon mal einen Grund, das zweimal zu spielen, weil ich den anderen Weg dann auch noch sehen will. Das war ein Treffer. Und bestimmt ist an dem anderen Weg doch auch noch solche geheimen Zielscheiben und so. Was soll denn das? Man will mich hier betrügen. Was? Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Schaffst du es hier hoch? Ich sitze fest. Wer spricht denn da? Ein Bein steckt fest, Arm ist verletzt. Nur zwei Tage hier rumsitzen hat dem Rest auch nicht gerade gut getan. Isa, ich mach mal die Kopfhörer rein. Ja? Okay, ich gehe hier vielleicht gleich weg, ja? Okay. Aber sag Bescheid, ne? Ich mach mal die Kopfhörer rein, damit ich besseren Sound hab, weil ich kann gerade... akustisch nicht orten, wo der Ton herkam. Aus den Bergen, aber sonst. Ist echt schade. Ich hätte jetzt auch Bock, hier einfach zu springen. Bitte lass mich springen. Oder ins Wasser. Guck dir mal den Wasserfall hier an. Und es ist schon verrückt, ne? An den meisten Sachen rennt man jetzt so einfach vorbei. Weil es halt einfach nur Landschaft ist. Crazy shit. Jo, jo, jo. Ich finde zum Beispiel immer noch beeindruckend, wenn ich hier greife. Das ist dann so, als wenn ich auch Kreide an den Händen habe. So staubig ist. Wenn das eine Rettung sein soll, dauert sie ganz schön lang. Also jetzt kommt definitiv der Ton von da. Ja, und es meckert. Muss eine Frau sein. Ach da. Hilfst du mir? Klar doch. Marat schickt mich. Ich suche nach Urit. Ich kann das nicht nehmen. Er ist da hoch. Bau habe ich dir zerstört in die Klippe. Hallo? Marat schickt da einen Schattenkaja. Also, dann befrei mich endlich von dem Ding. Also, ich habe immer von oben gegriffen. Na also, du hast es geschafft. Ich bin frei. Huch. Ein Schattenkater. Hier draußen? Du bist Urits Bruder, Rias. Ja, wo ist Urit? Er ging zur Spitze des Sonnenspeers. Aber wir können erst hinterher, wenn der Lift repariert ist. Und ich bin wohl die sehr Einzige, gut, Sascha. Die weiß, wie das geht. Macht schon was her.
Vor allem die Details an den Charakteren hier. Alter Schwede, Leute. Das ist unfassbar. Ich kenne komplette Spiele, die nicht so viele Polygone haben wie diese Figur hier. Was? Nehme ich die jetzt Huckepack oder was? Das Licht ist ausgegangen. Hallo? Oh Gott, erschrocken. Die Route wurde zerstört von Grauhabichten. Der Lift ist kaputt und wir sollten keinem Schattenkaja vertrauen. Wir müssen warten, bis Urid uns etwas über den Donnerkiefer erzählt. Lass es einfach. Es geht schon. Warte, welcher Donnerkiefer? Als wir auf Urid warteten, warst du gefangen und die Siedlung eine Geisel der Maschinen. Trotz des Vertrauens können wir nicht auf Urid warten. Können wir, wenn ein Donnerkiefer da ist? Urid dachte, der Donnerkiefer könnte uns eine Erklärung liefern. Wie? Er hat die Siedlung nicht nur angegriffen. Er durchquerte sie und ging Richtung Berge, so wie alle anderen Maschinen, die dann folgten. Als ob sie alle etwas suchen würden. Dann warten wir hier, bis sie es finden. Und wenn die Maschinen beim nächsten Mal eine Stadt angreifen, das ist so lustig. Nein. Der Schatten wird dich zur Flamme führen. Wir müssen der Sache mit den Maschinen auf den Grund gehen. Nun, der einzige Weg zum Sonnenspeer ist ein reparierter Lift. Und dafür bräuchte man das Räderwerk eines Plünderers. Aloy hat einen Plünderer an den Hängen von Glanzgrauen gesehen. Vor dem ersten Schritt kommt ein Blick zurück. Das ist kein Blick zurück. Wir laufen geradewegs in den Kiefer eines Plünderers hinein. Dein Bruder würde es im Handumdrehen tun. Darum ist mein Bruder wahrscheinlich auch nicht zurückgekehrt. Erst wenn wir oben waren, werden wir es wissen. Radell gibt dir die nötige Ausrüstung, um nach Glanzgrauen zu kommen. Hami das Wissen. Wir schaffen das gemeinsam. Ärger nicht die NPCs, steht hier. Okay. Die Charakter hier sehen echt fantastisch aus. Aber darf ich euch was sagen? Das Schauspiel von CG-Charakteren in VR habe ich schon in dem guten alten Blood and Truth besser gesehen. Da war es richtig beeindruckend, ja. Das ist hier richtig gut. Aber da war die Schauspielerleistung irgendwie so abgefahren. So. Was? Zwei Spitzhacken herstellen. Okay. Tja, ich sollte wohl eine Spitzhacke herstellen. Dann. was? Moment mal. Also, ich baue. Die muss ich ja echt so zusammenbauen, oder was? Ist ja verrückt. Das kommt dahin. Genau da. Ah ja. Das kommt oben rauf. Und dann Seil, oder was? Ich muss das Griffband rumwickeln. Ja, ich wickel ja schon. Ja. Falsche Richtung oder was? Ah, der zeigt mir tatsächlich, wo ich lang wickeln muss. Und was ihr nicht wisst, allein das hier, ja, dass das wirklich ein Seil ist. Oh mein Gott. Sowas ist so abgefahren. Da lang, bitte. Also, das ist hier. Das ist mal ein Crafting, ja. Man muss wirklich das Seil rumwickeln. Okay, ich habe eine Spitzhacke gemacht. Dann kriege ich auch noch eine zweite hin. Und zwar. Das kommt daran. Zack. Wundert ihr euch nicht, warum ich so ein super Spitzhacken-Experte bin? Ich mich schon. Moment. Ja, das mache ich darüber. Dann darüber. Okay, so richtig schlüssig ist es vielleicht auch nicht. Spitzhacke erhalten. Kann ich die einstecken? Spitzhacke greifen und über die Schulter bewegen. Nummer eins ist erledigt. Warte. Ja, ja. Also Tadi Tunnel oder 09 fragt, weißt du zufällig aus deinen Quellen, ob das Spiel noch auf so. Ist? Jetzt kann ich auf den Berg nee, das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Dann suche ich Urid. Okay, und der Mike VR ist auch da. Hey Mike. Ich könnte auch mit den anderen reden. Vielleicht wissen sie etwas Nützliches. Die Bänder findet ihr auch lustig? Ja. Ist abgefahren, ne? Vor allen Dingen, Mike, wenn man weiß, was für Technologie dahinter steckt, ist es einfach nur wild. Ja, jedes andere VR-Spiel sagt, halte das Band in die Nähe des Gegenstandes und dann bumm, fertig. Markiere Bereiche im Kartentisch auswählen. Fortfahren. Was will der von mir? So, ich. Du hast 161 Zuschauer, 103 Daumen.
Ich würde dann jetzt mal, glaube ich, alle antworten. Ja, Isa, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Wie gesagt, Leute, wenn ihr mir was schreiben wollt, das ich hier direkt lesen kann, dann könnt ihr das über ein PSN machen. Ich weiß gerade nicht wie, aber ein paar Leute haben es jetzt schon hinbekommen. Also wenn man mir eine Nachricht schickt über ein PSN, dann kann ich das hier lesen. Du kannst in diesem Raum, geh mal ins Haus und nimm das Boot. Aha, okay, okay. Seht ihr? So kriege ich die Tipps. So, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Hier sieht es gerade aus, als wenn man so eine Art kleinen Hub hätte. Ja? Ich kann hier mit Leuten reden und irgendwas machen. Das werde ich jetzt gleich ausprobieren, wenn Isa gegangen ist. Ich bin gerade beim Gehen. Machst du dir noch einen Tee oder so? Einen Tee mache ich mir nicht. Komm mal her, wo bist du? Hier. Komm, hier bin ich. Umarmung. Oh mein Gott, das hier ist gruselig, ich. Ja, das ist wie ein Geist umarmen. Oh mein Gott. Ich habe doch schon 5 Euro bekommen. Das ist so merkwürdig, ich sah. Warum? Oh mein, weil du unsichtbar bist in meiner Welt hier. Ich warte, warte, Euro ich würde sein Gesicht anfassen. Nein, das, was ist, machst so, du denn? Oh, das nein. Ist so verrückt. Oh mein Gott. Okay. Ja, freust du dich, was holst du dir für die 5 Euro, Isa? Naja, das teure Eis. Echt jetzt? Ja. Du holst dir wirklich das Eis? Nein, das habe ich auch nicht erwartet. So, das war keine gute Idee mit dem Geld. Sie geht jetzt, morgen davon Eis kaufen. Ich mache morgen richtig einen drauf. Ja, dabei versuchen wir eigentlich solche Sachen nicht zu kaufen. Drücke Ma oder Bla für ein Gespräch, das mache ich jetzt mal. Hallo? Hey. Hey. Wirst du mit mir reden oder gibt's nur noch Steine gegen den Kopf? Du warst selbst Soldat. Was würdest du tun, wenn ein Gefangener flieht? Einen größeren Stein benutzen. Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst und freiwillig auf Plündererjagd gehst. Diese Kostüme, Leute, unfassbar. Nicht doch. Im Moment ist vorhersehbar besser. Vielleicht bin ich doch nicht sicher, ob die Blood and True Character. Doch, die waren einfach wahnsinnig beeindruckend. Also, wie gesagt, vom Schauspiel. Itamams Schatten, was ist das? Also, was hat man dir über die Legende namens Itamens Schatten erzählt? Guter Soldat, Pflicht erfüllt. Also, bis dein Vater dich zu den Schattenkörper überredet hat. Ich bin ihnen nicht beigetreten, ich blieb bei meiner Einheit. Um ein Kind zu entführen? Einen Prinzen retten. Ja, man wird gefangen genommen, wenn man einen Prinzen rettet. Glaubst du, es war so simpel? Ich entführe ein Kind? Ich entführe ein Kind nicht. Klingt nach einer einfachen Entscheidung. Maschinenangriffe, weggehen. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber... Ich weiß nicht, warum du das tust. Ist mir auch egal. Vermassle es nicht. In VR rumzustehen und mit jemandem zu reden, ist mir gerade zu langweilig. Ab jetzt nur noch kalter Stahl. Oh, hier habe ich jetzt auch mal ein nicht so High-Detail-Objekt entdeckt. Seht ihr den Sack da? Der hat eine scharfe Kante. Ha! Ich wusste es, das Spiel ist Schrott. Ach, übrigens. Nee. Ich wollte gerade sagen, da vorne steht man ja, wenn man im Menü ist, aber das stimmt nicht. Das sieht noch ein bisschen anders aus. Okay, okay, okay. Ich gucke mir jetzt mal den Raum hier an, der wurde mir eben nahegelegt. Aber nicht, bevor ich nicht hier die Türgriffe berührt habe. Hä? Oh, ahnt mal. Seht ihr das? Hier switcht gerade die Textur. Okay, das ist interessant. Ja, also auch Texturen könnten so Level of Detail haben. Und bei dem hier ist das gerade ein bisschen kaputt. Wenn ich näher komme, müsste es normalerweise High-Res werden. Und der so pfum, 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 pfum. Interessant. Okay, interessant. Ist ein komplexes Spiel. Kann passieren. Ich weiß nicht, seit das rausgekommen ist, zumindest, dass ich es mitbekommen habe, gab es auch echt schon ein paar Patches. Oh meine Fresse, ey, wie sieht denn dieses Gebäude hier aus? Oh mein Gott. Leute, stellt euch mal bitte ein Spiel vor, wie Skyrim VR, ja? Also mit dieser großen, begehbaren Welt und vielen Quests und Abenteuern. Und dann diese Grafik. Und dann am besten noch ein Multiplayer, ja? Dass man da irgendwie hin und wieder so andere Leute treffen kann. OMG. Ich würde dieses Ding hier nicht mehr abnehmen. So. Hier ist ein Boot.
Halte gedrückt, um eine Maschinensafari zu beginnen. Ach so, hier kann man jetzt diesen, das wurde ja schon erzählt, als Horizon bekannt gegeben wurde, dass man auch so eine Bootstour einfach nur machen kann und da eine Safari machen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das aufhebe für später, oder? Dieses Muster sieht aus, als hätte Sonnenkönig massiv. Ach, guck mal hier, das sind doch die Sachen, die ich gesammelt habe. Der kleine Geschnitzte und dieses Ding. Hier ist quasi meine Trophäenkammer, glaube ich. Wollen wir mit ihm reden? Nö, ne? Wir reden hier nicht mit Leuten. Gothic 2 in VR, sagt Sascha. Ja. Oh. Okay. Aber hier ist jetzt definitiv auch mal ein Bereich. Willkommen. Wo nicht alle Texturen perfekt sind. Ne? Guckt euch mal die hier an. Die ist ganz schön low-res. Interessant, interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch gerade ein Technik-Fuck-up ist oder einfach auch mal die Tatsache, dass man hier nicht wirklich jeden scheiß Streichholz perfekt machen kann. Okay. Ich habe jetzt echt leider keinen Bock, mit den Leuten hier zu reden. Aber ich muss wohl mal. Ich frage sie mal. Hallo? Ich muss dir was erzählen. Über meinen Bruder. Von dir will ich eigentlich gar nichts hören. Hätte er deine Situation gekannt. Wozu sage ich eigentlich was? Er hatte dich zurückgelassen. Wartet mal kurz. So, ich bin mal nur kurz. Ich musste mich mal kurz orientieren im Zimmer. Kaja weiß natürlich, wie man Menschen für eine Sache opfert, nicht wahr? Ja. Schattenkaja, ich finde Urid. Ich finde Urid. Klar. Lass ja, Mann. Gnadigen. Kann ich so ein Schwert haben? Was ich jetzt nicht weiß ist, Moment mal, man kann auch die Taste drücken. Welche war denn das? Habe ich jetzt gar keine Waffen mehr oder was? Ich hatte da so einen schicken Boden. Du spielst im Stehen. Ja, ja, ja. Ich spiele im Stehen gerade. Ich weiß nicht, wir können auch mal probieren, im Sitzen zu spielen, aber gerade gefällt es mir auch. Und es ist wirklich beeindruckend, hier solche Sachen anzugucken. Meine Güte. Die Intarsien. Wunderschön. Ich weiß noch nicht, ob mir jetzt eigentlich einer von den Spielcharakteren hier sagt, was ich machen soll oder ich auf gut Glück. Muss nicht. Geh zum Tisch draußen und wähle die nächste. Ah, okay. Was mit dem Hebel hier? What? Was passiert? Gerade hat mir einer geschrieben, ich muss zum Tisch gehen und eine Mission auswählen. Oh, fuck you. Ah, das ist ein Lift. Ach, das hätten sie von mir aus aber auch so am Stück die Runterfahrt machen können. Ich meine, Leute, guckt euch das mal an hier, das ganze Zeug. Oh, fun. Das ist ja abgefahren. Eigentlich ist das so ein Spiel wie Astrobot, ja? Das ist viel zu schade, um das so am Stück zu spielen. Das ist nur ein Training. Ah, hier ist nur ein Trainingslevel. Okay, aber wie nett ist das denn? Einfach Training. Punkte der Garnison im Ziel schießen. Jetzt wird geübt. Daneben, verdammt. Ja, wunderschön, ey. Na komm. Oh Gott, da hinten sind auch welche. Die sehe ich ja kaum. Wisst ihr, an was ich mich erinnert? In Apex Construct gab es so ein DLC irgendwann, wo man auch einfach nur um die Wette Zielscheiben schießen konnte. Lustig. Bin mal gespannt, ob es einen Highscore gibt oder sowas. Noch was? Hab ich was verpasst? Ich habe irgendwas verpasst. Sehe ich irgendwas nicht? Verdammt. Los ist. Also ich sehe jetzt keine Zielscheiben mehr. Aber wahrscheinlich muss ich noch irgendwas anderes machen. Witzige Strecke eigentlich, ne? Ich kriege echt hier den Hals nicht voll von dem ganzen Zeug, Leute. Entschuldigung. Becher runtergeworfen.
Also irgendwie läuft hier noch ein Timing, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hier sieht es aber aus, als wenn man irgendeinen krassen Parcours machen könnte über die ganze Strecke. Wisst ihr was, aber das können wir uns mal aufheben. Ich will nämlich, Heimo, ich habe bei Horizon manchmal Tracking-Probleme. Oh, das liegt dann wahrscheinlich nicht an Horizon, sondern am Tracking. Also, weißt du, was ich meine? Da musst du mal dein Environment checken. Ich habe tatsächlich jetzt hier keine Probleme, obwohl ich relativ wenig Beleuchtung habe. Rechts von mir ist eine Stehlampe und links am Fernseher ist auch noch so eine kleine Nachttischlampe. Ist eigentlich auch nicht so doll, aber er macht ja eigentlich ganz guten Job jetzt. Zum Fortsetzen deiner Reise markiere einen Bereich auf den Kartentisch. Zack. So, ich hoffe mal, wir kommen hier auch wieder zurück. Ansonsten, ich habe auch gar keine Ahnung, wie spät es ist. Ich muss mal ganz kurz gucken, Leute. Aha. Okay, das geht. Dann können wir noch eine Mission annehmen. Ich hoffe, ihr habt morgen nichts vor. Reise gedrückt halten. Zack. Ja, mal gesehen. Ja, man kommt immer wieder zurück. Okay. Ey, diesen Chat einfach von YouTube hier einblendbar. Und alles wäre perfekt. Wow. Ach, hier sind wir wieder. Hier hatten wir unseren ersten Kampf. Alright. Und da ist Inventar. Okay, jetzt kann ich umschalten zwischen Bogen und Spitzhacke offensichtlich. Nein! Schande! Ich habe meine Spitzhacke verloren. Macht das was? Kriege ich die nochmal? Ja, ich kriege sie nochmal. Mit Spitzhacke zerstörbar. Ah, okay. Ja. Du Mistkerl. Krass. Und jetzt? Ah, okay, ich kann hier. Sehr geil. Ja. Oh. Ah ja, ich lass einfach los. Hinter der Schulter. Okay. Gleich wieder ein Plunder. Cool. Ich wäre fast reingelaufen. Und jetzt, du verlierst noch sehr oft. Was? Achso, die verlierst du noch sehr oft, sagt der Junge. Und da schätze mich nicht. Ich passe auf meine Sachen auf. So. Leute, ich habe den Bogen ja schon mal in meinem ersten Technikanalyse-Video gewürdigt. Ne? Also wundert euch nicht, dass ich heute nicht besonders auf die Technik eingeht. Tatsächlich ist das hier jetzt mal meine echte Spielzeit. Das habe ich mir verdient. Ich habe hier genug analysiert. Nee, ich erzähle schon was, wenn ich noch was Spannendes sehe. Kann ich das hier haben? Oder? Was ist denn das überhaupt für ein Vieh, ey? Ich dachte, weil der glänzt so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, die kann man nicht abnehmen. No, gut, alles gut. Hier kann ich springen, okay. Hier ist ein Tunnel. Das ist ein Ernteplatz. Ein Ernteplatz. Das war ein Treffer. Doch. Was doch? Ich kann die Steine zu einem Haufen stapeln. Was? Kannst du abnehmen? Ah, okay, versuche ich gleich nochmal. Ich kann die Steine zu einem Haufen stapeln. Der Charakter ist gerade voll geflasht davon. Weißt du, man ist ja auf dem Abenteuer, hat echt fett was vor. Und meine eigene Figur findet es am geilsten, Steine auf einem Haufen zu stapeln. Was los, Digga? Weg trägt mein Zeichen. Steinhaufen gebaut. Tatsächlich eine Trophäe, okay. Was ist denn das? Zünder. Schockpfeile herstellen. Oh.
Ah, das ist ja interessant. Man kann die Pfeile modifizieren. Ist da noch was? Nee. Bogen greifen. Und dann X drücken. Okay. Jetzt habe ich mir einen Elektrofall gebaut, oder was? Okay. Ich weiß nicht, ist das hier ein bisschen wie bei Indes? Ich nehme jetzt den und... Ah ja, tatsächlich, guckt euch das... Oh, jetzt habe ich aus Versehen geschossen. Also, wenn ich den Bogen rausnehme und so halte, dann habe ich das Angebot von zwei verschiedenen Pfeilen. Ich kenne das schon von Indes, ja. Da habe ich ja auch so Sonderpfeile. Und dann kann ich sagen, okay, ich nehme den und schieße jetzt mit einem normalen Pfeil. Und ich will den jetzt nicht verschwenden. Ich habe offensichtlich gerade nur zwei davon. Interessant. Interessante Mechanik. Cool. Okay. Schade, dass man nicht einfach irgendwo hüpfen kann, wo es nicht angezeichnet ist. Staubig hier. Aber wir gehen unseren Weg. Ich weiß nicht, ob ich mal diesen Vorlese-Chat anmachen soll. Ich kann es mal versuchen, Leute, aber wenn das zu wild wird, dann würde ich ihn wieder ausmachen, weil wie gesagt, ich will so ein bisschen einfach nur spielen. Und wenn man dann die ganze Zeit alles im Ohr hat, ist das auch ein bisschen schwierig. So. So. Das Gesicht zockt Montag, fand im Stehen oder im Sitzen. Montag zockt im Stehen. Jetzt ist die Frage, wenn ich mich hier... Ich brauche doch jetzt diese Dinger wieder, diese Haken, ne? Das grüne Röhrchen wäre für Feuer gewesen. Ich habe kein grünes Röhrchen gesehen. Oh, ja, du hast recht. Ich lasse es andauernd fallen. Wo war hier ein grünes Röhrchen? Ein grünes Röhrchen? Oh nein, jetzt sehe ich noch ein Schild da und muss die Waffe wieder wechseln. Sehr gut. Wo war denn hier ein grünes Röhrchen? Danke, Montag D. Danke, Montag D. Der Junge hat gesagt, ich kann hier was von den Robotern wegnehmen, aber ich kann nicht. Mal gucken. Ist doch nichts. Okay, ich mache jetzt auf diesem Ding hier, dahin, dann, dann habe ich zusammen. Den. Und hab heute die Song in Cismoke Demo durchgespielt, lächelndes Gesicht mit herzförmigen. Oh oh, jetzt brauche ich aber. Ah, sehr gut. Okay. Und jetzt wieder mit den Händen. Wofür sie diese Dinge eingebaut haben? Vielleicht irre ich mich auch. Achso. Es Montag, man kann dir erst eine Nachricht bei PSN schicken. Wenn man mit DLR befreundet ist, Gesicht mit umarmenden Händen. Ach so, okay, ja, ja. Das macht Sinn. Oh mein Gott. Wie kuschelig. Ich muss mal den Augenblick nutzen, hier mal runtergucken. Da wird sogar mir ohne Höhenangst ein bisschen schwummerig. Nicht schlecht. So. Du bist nicht dein erster Plünderer, Rias. Langsam an und lass dich nicht erwischen. Weil hier liegen überall so Roboterleichen. Schon interessant. Vielleicht kann man einen Hack machen, dass man den YouTube-Chat einfach per Algorithmus ausliest und in den, vielleicht wird ja sogar besser mit der Discord-App auf der PS. Ja, es kann sein. Ausliest und hier in den PS-Ding reinpumpt. Ja, so als Übersetzer. Vielleicht geht sowas, ja. Eieiei. Okay, hier ist versperrt. Oh, da
Das hier zum Beispiel erinnert mich an die Zwergenhöhlen in Skyrim. Zockst du stehend, ist sitzend? Ich zock stehend. Warum fragen das denn ständig Leute? Ist das so interessant? Das. Okay, okay. Was? Vor allem, was soll denn das? Nein, nicht der Bogen. Ich wollte das, dann das und das. So. Irgendwie, manchmal, wenn ich greife, ist da hinten eine Spitzhacke und manchmal der Bogen. Irgendwie schneide ich das nicht. Soll ich immer erstmal. Oh, oh, so machen und dann, ja. Wenn ich dann greife, ist da die Spitzhacke. Okay, komischer. Oh. Man muss halt tatsächlich hier ein bisschen ausholen, ne? Wie kannst du hinter den Rücken wegholen, wenn du springst? Ich habe doch eben erst nach dem Springen das geholt. Okay. Ah. Aber auch lustig, wo. Oh nein. Oh Mann. Hab ne PSVR 2 mit Horizon. No! Aber hab mir vor kurzem die Schulter ausgekugelt. Merk echt, das nicht spielen zu können. Oh Mann, ey. Da musst du erstmal was anders machen. PSVR 2 den zweiten Tag, wenn man den Tragekomfort gefunden hat, ist das Bild super und die Grafik. Komisch, dass Sony an sowas wie eine Chip-Funktion nicht gedacht hat. Nur du und ich. Und der andere Plünderer. Das ist schon krass, Leute. Also, dadurch, dass man hier so richtig zuhauen muss, das ist ein super interessantes Gefühl. Aber die Waffen einfach fallen zu lassen, das ist auch ein merkwürdiges Gefühl. Wenn ich jetzt greife, ist ja aber wieder da, ne? Es wäre so geil, wenn man die wie Kratos Axt jetzt so wieder zurückbekommt. Super geil. Na gut. Wir hangeln durch die Gegend und finden es bewegend. Wo geht's denn jetzt weiter? Hallo? Ich merke, dass du die Brille auch immer wieder richten musst. Und ja, ja. Am Tag geht es schon auf deine Unterarme, das Klettern Gesicht mit Freudentränen. Okay. Nee, bisher geht's gut. Ihr wisst ja nicht, was ich sonst damit meinen Arm machen muss. 90 Minuten indes ist anstrengender. So. Ja genau, ist tatsächlich auch ein interessanter Test. Jemand hat das schon festgestellt. Also ich muss ja auch noch manchmal rumruckeln und ein bisschen wieder meinen besten Sweet Spot finden. Ich habe hier auch noch nicht meinen Punkt erreicht, wo ich alles über das Herz weiß. Ja, habe ich ja heute in dem Video gesagt. Es dauert auch ein Weilchen und ihr werdet euch wundern. Ich habe halt noch nicht so viel gespielt. Ich war halt wirklich immer in den Spielen, habe mir Sachen angeguckt, Notizen gemacht. Aber so wie heute, einfach mal wirklich am Stück irgendwie ein, zwei Stunden zu spielen, habe ich einfach nicht geschafft in der Zeit, wo ich die PSVR schon hatte. Der Wachturm wurde erst kürzlich zerstört. Ja, kürzlich zerstört. Die Maschine hat Erinnerungskraft gehabt. Ich möchte an die Truhe. Achso, warte mal, ich habe doch. Du, immer dieser Bogen. Ich will den anderen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Yes, sir. Ist es mit dem Mora-Effekt? Kannst du ihn sehen? Nein. Ich muss es fester drehen, damit es mir vorn nicht runterrutscht und damit den Spott verschlechtert. Hep. So starben fast alle im Kampf gegen die Tatsache, statt für die Maschine. Okay. Ich mag es dir wirklich gönnen, dass du endlich mal Zeit hast, was zu spielen. Ja, danke. Ich mir auch. Ich freue mich echt. So, jetzt habe ich auch einen Feuerpfeil noch, Leute. Guckt mal. Zack. Achso, eine Spitze muss ich ja noch ranmachen. Wie geil ist das denn? Ich finde das total nett, dass das hier wie bei Indes ist, ja. Also da muss man eine Taste drücken, dann erscheinen diese Pfeile. Aber das ist tatsächlich ein super praktisches System hier, die verschiedenen Pfeilspitzen umzuwandeln. Bin gespannt. Oh. Ich habe tatsächlich jetzt. Das ganze Spiel lang kein Apfel abgeschossen, Leute. Fällt mir gerade hart auf. Lustig ist, wenn du auf die Rasseln schießt, gehen es AI kaputt und haben dann eine andere Farbe. Echt? Das probieren wir aus. So, hier ist eine Rassel. Hep. Wow. Ist auf jeden Fall zerplatzt.
gucke mir gerade das Level of Detail an. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Achtet mal auf die obere Stelle. Achtung. Klick. Habt ihr gesehen? Da wird gerade ein höher aufgelöstes Modell reingeschaltet. Klick. Klick. Bei mir wurden die dunkel. Das ist ganz schön nah. Ja, ja, die wurde hier auch irgendwie eigentlich grau oder so. Okay, aber wir haben einen Job. Wir müssen hier was unternehmen. Wenn ich auch vergessen habe, was. Wir müssen irgend so ein Ding machen. Musikuntermalung ist auch immer wieder top. Stimmt, die habe ich ganz schön runtergeregelt, ne? Mal gucken, warte mal. Option. Audio. Musiklautstärke 40. Können wir ein bisschen lauter machen. 60. Gucken wir mal. Zurück. 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 Aber gerade höre ich nichts. Mal durch die Brücke nach unten. Wieso? Was ist da? Habe ich auch schon bemerkt, bei Schatten in Ferne, die am Rand ebenfach aufploppen. Noch ein Ziel erwischt. Ah ja. Guck mal, hier kann man auch durch die Farne fassen. Ich nehme mir jeden Tag vor, Horizont zu spielen. Und dann ist es doch wieder GT7 sich vor Lachen auf dem Boden wälzt. Hast du schon Resident Evil 8 gespielt? Ja, genau das Stück, wo ich es getestet habe in dem Video. Ich glaube, das hier ist zu weit, oder? Energiezellen zerstören? Oh, krass. Was? No, 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 no. Oh, krass, krass, krass. Ja. Das war jetzt nett. Ich hatte nämlich die Dinger nicht ausgewählt und das Spiel hat mir automatisch dann mich die rausholen lassen. Sehr geil. Ja. Ui, ui. Und greifen. Greifen. Schönen guten Abend, sagt Debo. Hey, Debo. Debo, du kannst mir in PlayStation eine Nachricht schreiben, die wird dann hier angezeigt. Das ist quasi wie der YouTube-Chat, nur ohne den YouTube-Chat. Ist dir. Nee. Game Hits VR sagt Hallo Montag. Hallo Game Hits. Ja, oh, schon wieder eine Höhle hier. Ja, oh, weg mit dir. Zack. At Firewall Zero Hour Profi hat er gespielt. Er will sich psychisch sammeln und schaffen bald. Was? 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 Habe das Spiel durch. Also von da aus kommen wir da unten hin. Und was ist da oben? Wie kommt man denn da oben hin? Das verstehe ich noch nicht. Mir wird hier was vorenthalten. Gibt es hier schon wieder mehrere Wege? Muss ich aufpassen. Nee, aber hier kann ich nicht klettern. Hallo? Oben kommt später. Ach, wer ahnt denn sowas? Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich würde ja gerne über PSN schreiben, nur geht das erst, wenn man mit dir befreundet ist. Bitte keine Spoiler. Ihr könnt mir. Danke, Vater. Keine Spoiler? Ich hab versucht runterzuspringen und mich dann festzukrallen, geht aber nicht. Nee, da musste man. Schiffer Anatol sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ich hoffe, dass die PSVR 2 nicht wie PCVR endet und nur jetzt gerade paar AAA-Spiele kommen und dann Jahre nichts mehr. Das hoffen wir alle. Ja, gucken wir mal. Also, der nächste AAA-Titel ist ja schon im Anmarsch. Okay. Die Umschaltung hier, irgendwie, die ist mir zu hölzern. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich muss hier drücken, dann, ne, dann, ne. Da habe ich das Gefühl, das würde einfacher gehen, wenn ich einfach den X-Knopf drücke und dann cycelt er einfach die Dinge durch, die ich habe, wisst ihr? So. Ich finde ganz nett, dass man noch so ein bisschen rutscht und nicht einfach wirklich mit dem ersten Schlag hängen bleibt. Aber. Was ist der nächste AAA-Titel? Deswegen erst losspringen und dann auf den Rücken greifen. Resident Evil 4, das Remake. AAA bezeichnen. Muss nicht einfach im Sprung. Nicht erst gucken müssen. So.
Oh, hier. Elektrodinger. Immer hilfreich. So, jetzt können wir auch mal einen Apfel abschießen. Oder eine Birne. Ihr wisst schon. Mal sehen. Bump. Scheiße. Bump. Was? Der erscheint dann wieder, oder was? Resi 4 komplett in VR. Ja. Resi 4. Also die Entwickler haben getweetet, dass sie jetzt, das kommt ja erst nächsten Monat raus, und sie fangen jetzt mit dem VR-Mode an. Und ich war ja tatsächlich, ach nee, nicht so sicher, ob das bedeutet, dass das komplette Spiel in VR ist. Und dann hatte mich jemand darauf hingewiesen, dass... automatisch, wenn du vor der Wand bist, auch im Sprung. Das gibt dir halt Leben. Jetzt bin ich nur durch VR noch ein Resident Evil-Fan geworden. Hab die Reihe vorher nie gezockt. Die Sonne hat mich wohl noch nicht aufgegeben. Also, dass man sich das VR-DLC runterladen muss, und da stand nämlich auch VR-Mode. Ja? Und deswegen glaube ich jetzt, dass tatsächlich auf jeden Fall das gemeint ist. Das Einzige, was mal wieder irritierend war, dass Sony auf der State of Play Resident Evil 4 einen neuen Trailer gezeigt hat, aber da stand halt nichts von PSVR 2. Auf der State of Play davor haben sie es selber noch geschrieben, aber da stand halt so komisch wischiwaschi Content, und jetzt stand wieder nichts, und ich finde, das hätten sie dann auch einfach mal machen können. Keine Ahnung, was sie davon abgehalten hat. Ich esse eine Birne und einen Apfel und geht. So. Ja, das wäre irgendwie ganz nett gewesen. Nicht wieder rumrennen lassen. Benutze Spezialmunition, um Statuseffekte aufzubauen und auszulösen. Drehe das Handgelenk mit dem Handfläche nach oben, um die Munition anzuzeigen. Ihr meint, wenn ich den Bogen in der Hand habe. Fortfahren. Ich kann mich ja täuschen. Aber wenn ich diese Informationen bekomme und diese komische... Ich habe den Apfel immer weggeworfen, wenn das Kerngehäuse da war, aber man kann ihn auch ganz essen. Wir sollten auf alle Resi Remakes VR-Modus machen. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, es ist ja dieselbe Engine, ne? Und man könnte rein technisch natürlich dann auch einen VR-Modus für Resi 2 und 3 machen. Das ist wirklich ziemlich enttäuschend. Ich dachte leider, dass JZ auf einmal VR durch die Decke gehen würde mit 5 krassen G. Haben wir echt genug? So Leute, jetzt weiß ich nicht genau, was passiert. Er plündert diese Maschine. Er ist abgelenkt. Ich könnte schießen. Aber... So geht das. Shit. Lehne dich nach links oder rechts, um Angriffen zu entgehen. Hä? Okay. Ducken? Ja, ich hab's verstanden. Ach so. Aber ich muss hier echt ducken oder was? Meine armen Knie. Sei nicht verrückt. Das will ich nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Ach so. Okay, ich muss mich wirklich noch mehr nach links und rechts. Meine Güte, muss auch noch arbeiten. Was? Seitwärts bewegen? Kenn ich doch. Also, jetzt lehnen. Okay. Shit. Ah, ich muss... Scheiße! Nach diesem Kampf hatte ich leicht schmerzende Hände, aber ich spiele auch keine Invest. Oh nein, es sind wer noch mehr? Fuck! Ich hoffe, das macht nichts aus. Achso, ich habe meine Blitzwaffen vergessen. Das ist ja krass, Leute. Das ist voll die Action. Aber in dem Kontext hier, finde ich, funktioniert das jetzt sehr gut. Also ich drehe mich, ich gehe ja nur nach links und rechts, ja. Aber in der Hektik hier
passt das eigentlich auch ganz gut. Montag ist der Beste. Montag ist der Beste. Dienstag aber auch. Zack, 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 zack. Feuerpfeile machen erst nach 2 oder 3 Treffern Sinn. Okay, nochmal treffen. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr? Oh nein, ich habe keine Spezialpfeile mehr. Ich muss jetzt so klarkommen. Oh nein! Oh fuck, 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 er hat mich. Ihr Drecksäcke. Aber hier gibt es ja auch so einen leichten Bullet-Time-Moment irgendwie, ne? Gott. Leute, das geht echt zur Sache. Oh nein. Ich vergesse immer, vor den Laserstrahlen auszuweichen. Oh, fuck, fuck, fuck. Über den Gegnern, der Kreis muss voll werden, wenn du Sonderpfeile nutzt. Okay. Ey, keine Ahnung. Ich versuche einfach nur hier klar zu kommen noch gerade. Aber ich glaube, ich habe ihn gleich. Komm her, Pferdchen. Na komm her, nicht böse sein. Okay. Yes. Ich bin's eingerostet. Alter Schwede. Noch schnell das Räderwerk finden, bevor noch mehr auftauchen. Das war intens. So, jetzt habe ich dich. Na also, ich habe ein Plünderer Räderwerk. Na schön. Kann ich den Lift reparieren und dann Urit suchen. Hoffentlich weiß er, warum die Maschinen Dämmerungskraft. Sehr stark gespielt. Danke, danke. Das war aber wirklich, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, ey. Interessant. So sehen die also aus. Einfach mal mit einem Pfeil und Bogen abgeschossen. Jämmerlich, diese Tiere. Pico 4 gekauft, hab nur noch keine Games gekauft. Dann leg mal los. Indes würde ich auf jeden Fall als erstes holen. Harte Gegner. Von euch die auch? Partygesicht. Oh nein, Leute, hier waren lauter Äpfel und Pfeile. Ich hab's nicht gemerkt. Man hat aber auch keine... Ach doch, jetzt merke ich das erst. Guck mal. Die Blätter hier sind die Energieanzeige. Das habe ich vorher noch gar nicht gepeilt. Ach Gott. So, neue Energie. Pfeile. Ja, seht ihr das? Die füllen sich jetzt so langsam. Und kommen immer wieder neue Äpfel. Sehr schön. Zauberei. Und da ist ein Lagerfeuer. Verlassener Marktplatz. Fortschritt gespeichert. Das gekauft, das ist ja mega. Achso, wenn ich reisen will, dann drücke ich Dreieck. Puh. Hallo? Ich auf. Ach, da, von der anderen Seite. Danke. Mehr Rüstung. Mehr Rüstung. Ich weiß gar nicht, tüttelt sich die Rüstung automatisch an mich ran oder muss ich noch irgendwas tun. Ja, ne? So, ich will mich hier mal ein bisschen Ruhe umgucken. Hier ist nichts. Was ich halt immer ein bisschen schade finde, ist in VR-Spielen, wenn man hier, wisst ihr, ich gehe hier hin und dann ist hier eine quasi unsichtbare Wand. Ja. Sowas muss dann nicht sein, finde ich. So gelange ich zum Sonnenspeer. So gelange. An derselben Stelle weiter. Achso, aber ich kann nicht wieder rückwärts, ne? Jetzt weiß ich nicht, wohin reise ich da? Egal. Wie kann man den Maschinen ausweichen, wenn es AI auf dich zu rennen? Im Arena-Kampf. Ja, du kannst mit dem rechten und linken Controller, wenn du die seitlich machst, also die Sticks, dann machst du entweder ein Dash oder eine langsame Ausweichbewegung. Und so kannst du so seitlich wegsliden und den ausweichen. Ich habe ja auch auf diese Arena-Kämpfe gewartet. Ich muss aber sagen, die machen echt einen guten Job. Hup. Achso, Reise ist immer im Hub. Du kannst aber auch weiterklettern, sagt der Junge. Ja, ja. Das ist geil. Hat man ein bisschen was zu tun, ne? So abends. Ja.
Ja. Ah, jetzt sind wir hier oben. Okay, okay, das hat sich schon jemand gesagt. Ne? Lucy hat gerade die Rekorde von Sebastian in GT7 gebrochen. Zwinkerndes Gesicht, beste Grüße. Ah. Hip. Jo. Oh Mann, beinahe runtergefallen. So, okay, okay. So, da haben wir vorhin gestanden. Oh Gott, guck mal, wie die Hand leuchtet, wenn ich die in die Sonne halte. Das ist ja... Kann ich die mal in den Schatten nehmen? Aha. Das passiert mir irgendwie jetzt immer häufig, ja? Ich nehme immer den Bogen raus. Wie nimmst du die Spitzhacke so schnell hervor? In GT7 müsste man mal eine Lobby mit allen VR-Streamen machen. Also, ich hoffe... Ist das Spiel so ohne Motion Sickness? Wie ist das Spiel ohne Motion Sickness? Na toll. ich würde gerne unseren Multiplayer-Freitag wieder ins Leben rufen, ja? Dass wir bei den ganzen vielen neuen Titeln, die wir haben, einfach immer Freitag eine Session machen. Entweder GT7 oder Pavlov. Das ganze Internet ist voll davon. Augenverdrehendes Gesicht, Augenverdrehendes Gesicht, Augenverdrehendes Gesicht. Ja, hat sich erledigt. Wir sind jetzt fertig mit dem Thema. Wir haben alles rausgefunden und auch festgestellt, dass es Lösungen gibt, die aber eher mystisch anmuten. Das wäre cool. Ich weiß nicht, Leute, ich finde dieses Bergsteigen hier irgendwie geil. Ich finde das cool. Ja. Das ist die Rache. Wir haben ja dieses Bergsteigerspiel. Oh. Wo bin ich denn? Hilfe. Dass es für Quest und Rift gab, nie auf der PlayStation bekommen. Dafür können wir jetzt hier bergsteigen ohne Ende. Hep, hep, hep. Es gibt Leute, haben die erste VR erst mit PlayStation VR 2 gekauft. Ed Montag, bevor du zum Lagerfeuer zurückgehst, unten steht noch eine Zweikiste, die übersieht man leicht, muss das Holz weghacken, vergiss das nicht, B. Okay, okay. Warum sind da eigentlich immer so viele Kerzen? Da und warum Kerzen aufgestellt, Gesicht mit Freudentränen? Ist genau meine Frage eben. Auf der PlayStation-Seite ist der VR 2 momentan ausverkauft, grüßendes Gesicht. Ehrlich jetzt? Oh ja, Community-Rennen wäre cool, Freitag. Oh, da ist mal wieder ein Gegenstand. Die Rüstung ist alt. Sieht aus, als läge sie hier draußen schon seit der Zeit von Sonnenkönig Kuvadin. Nice. Feuer anzünden. Ja. Freitag, Autorennen oder Pavlov. Ich glaube, momentan hätte ich sogar fast Bock mehr auf eine richtig fette Runde Pavlov. So, hier ist eine versteckte Kiste. Nee, ne? Irgendwo unten. Ich mache jetzt mal Schnellreise. Und dann reise ich mal schnell. Also tatsächlich jetzt so nach 2 Stunden mal spielen, merke ich auch ein bisschen, dass ich das Headset hin und wieder zurechtrücken muss. Aber ich glaube, das muss man auch bei der PlayStation VR 1 manchmal und sowas merkt man eigentlich nicht mehr dann. PlayStation VR 2 Ladestation ist auch ausverkauft. Oh mein Gott. Die Kerzen stehen da, weil es AI den Sonnenkönig anbeten. Ah. Auf kaufen oder auf Firewall warten. Firewall wird noch lange dauern, bis es kommt. Außerdem ist Firewall eine ganz andere Richtung. Das ist ja kein Respawn-Shooter. Ne? Also ich glaube, Pavlov und Firewall ergänzt sich fantastisch. Kannst nichts falsch machen, wenn du beide holst. Aber ich glaube ganz fest, Pavlov kommt erst... Entschuldigung, Firewall kommt erst im halben Jahr oder so. Hallo? Aufzug? Wieso komme ich jetzt nicht hier hoch? Muss ich den jetzt reparieren, oder was? Tatsächlich, ey, was für eine Horde. Alles muss ich selber machen. VR 2 ist meine erste VR-Brille. Das Motion-Sickness legt sich bei mir nun langsam. Ja. Montag hast du die normalen Horizonteile gespielt. Nicht wirklich. Nee, ich habe die normalen Teile nicht gespielt.
because they are flat. Ja? Ich habe ja jedes Spiel, also Horizon und Horizon zweiter Teil mal reingespielt, weil mich das auch wirklich interessiert mit der Technik und so, wie das aussieht. Aber in Flat mochte ich sowas nicht mehr spielen. Das ist mir einfach zu... Das Gesicht will ich sehen, wenn der kleine Bruder den Großen rettet. Zu langweilig. Ich habe den zweiten Teil, nee, den ersten, ich glaube über, wann war denn das? Letztes Jahr Weihnachten oder so? Kontakt Entertainment. Die hatten doch genug Zeit, um Firewall Ultra zu entwickeln, so dass es am Release hätte er. Ja. Ey. Ist doch egal, es gibt doch erstmal genug Titel. Ist doch wurscht. Und wie gesagt, Pavlov ist ein Respawn-Shooter, hat eine ganz andere Ausrichtung, ja, schnelles Gunplay, zack, zack, zack. Und Firewall ist ja eher so diese Taktik-Sache. Ich finde, die werden auch sich beide gegenseitig jetzt gar keine direkte Konkurrenz machen. Vielleicht nur bei der Player-Base, ja, also die Leute, die Pavlov spielen, können nicht gleichzeitig Firewall spielen. Mich hat es immer gestört, ja. Ich mochte Firewall sehr. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht und es war vor allen Dingen, es sah immer unfassbar gut aus. Ja, die Auflösung war nicht so toll, aber es sah immer so geil aus. Und ich habe mir immer gewünscht, dass das einfach mal einen Respawn-Modus bekommt, ja. Also wo man nicht dann, wenn man tot ist, warten muss, sondern einfach rein, ein bisschen ballern, raus. Sie haben es nie gemacht und ich fand es super nervig, ich habe es nicht verstanden. Und dann haben sie stattdessen Solaris gemacht. Ja, wo ich dachte, na geil, dann kriegen wir jetzt hier so einen Arena-Shooter. Und da haben sie es auch irgendwie ein bisschen verkackt. Also echt merkwürdig. Aus den Entwicklern werde ich nicht so richtig schlau. Deswegen bin ich auch noch mit zurückhaltender Erwartung, was Firewall Ultra angeht. Ich habe aber heute einen Artikel gelesen. Meine erste eigene VR ist auch jetzt die VR 2, aber haben vorher schon mal VR gespielt. Bin aber so froh, dass ich mit jetzt. So froh. Das hat mich aus der Fassung gebracht. Okay, der Artikel, genau. Die wurden interviewt von Epic und haben so ein bisschen was erzählt, ja. Aber sind dabei auch sehr lasch geblieben. Mit den Infos. Das hörte sich immer noch sehr nach PR-Zeug an und nicht nach Technikgespräch. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber Firewall Ultra läuft auf der Unreal Engine 5. Und wenn die noch dieselben Grafiker haben wie damals, ja, als sie das erste Firewall gemacht haben, was man ja auch nie weiß, die waren nämlich unfassbar talentiert offensichtlich, dann könnte es optisch ziemlich beeindruckend werden. Aber die Firewall-Leute, und das wird auch nochmal spannend, haben in der letzten Generation für pompösere Grafik tatsächlich Auflösung geopfert und mal sehen, was sie hier machen. Zielscheibe. So. Aus Fire Sierra Squad bin ich gespannt. Ja. Da habe ich auch Bock drauf. Ich hoffe, die verkacken es nicht. Ja? Ich habe voll Bock auf so einen modernen Warfare-Shooter, Story-Shooter. Voll Bock. Entschuldigung, falsche Hand. Falsche. Hallo? Kann ich mal treffen? Hast du volles Licht beim VR-Spielen an? Was heißt volles Licht? Wir haben hier im Wohnzimmer nicht sehr viel Licht. Funktioniert Rec Room eigentlich? Nee, noch nicht. Ich werde das Gefühl nicht los, ich muss dieses Ding abschießen und ich treff's nicht. Jetzt habe ich es abgeschossen, war es aber nicht. Was können wir machen? Hier ist ein scheiß Rad. Oh mein Gott, ich habe es nicht gesehen. Herrgott, ich hab's einfach nicht gesehen. Wieso habe ich gerade so ein Déjà-vu? Musst du nicht. Ja, mir gerade auch aufgegangen. Aber das geht wieder hoch. Was soll das denn? Warte, festhalten. Hä? Willst du mich verarschen? Was passiert hier? Moment mal. Ich muss doch schießen, ne? Pass mal auf. Ihr wollt mich doch für blöd verkaufen. Die Rec-Room-Nächte waren immer legendär. Ich liebe dich, Gäste. Helle Haut. Ich liebe dich, Gäste. Auf die Hacken an der Brücke.
Guckt euch mal bitte die Ketten abschießen. Diese Türmchen, ja, die sehen so gut aus. Die PSVR 2 liegt bei mir seit Tagen mit allen guten Spielen ungenutzt rum. Kannst du dir das vorstellen? Kann ich mir vorstellen. Das war bei mir auch so. Keine Probleme beim Tracking während des Spy-Elends. Spy-Elend. Passiert es euch auch öfters, dass ihr aus dem Gaming-Bereich geworfen werdet? Gaming-Bereich? Vater wollte Uhrid und mich herbringen, als wir noch Kinder waren, aber mit jedem Jahr wurden die Maschinen gefährlicher. Das ist nett, hier ist mal wieder ein bisschen andere Optik, so komische Backstein-Geschichten. Sieht gut aus. Sehr gut. Hallo? Könnt... Die Serie, die Nachrichten vorliest, manchmal eher kurios. Ja, das ist lustig. Es ist aber nicht Siri, die sie vorliest. Warum wird Spielens so komisch ausgesprochen? Wissen wir nicht. Ach Gott, der Junge hat recht. Wie oft hole ich jetzt hier den Bogen raus, obwohl ich die Spitzhacke haben möchte? Ich wünschte, wenn ich einmal die Spitzhacke gewählt habe, dass die dann default da bleiben würde. Das wäre irgendwie... Ja. Fände ich irgendwie nett. Text-to-Speech ist echt hart. Ja. Nix für schwache Nerven. Ich hab den Tracking-Rahmen im TV an. Das funktioniert bestens. Nie Tracking-Probleme mehr. Ich hab den auch an. Ich hab den eigentlich immer angemacht, weil ich dachte, naja, Vater hat immer gern ist doch besser, oder? Sonnensperrs erzählt, wie es Sonnenkönig sei dahinter hat. Oh, ein Schlüssel. Bedeutungsloser Ruhm war sein Lebensziel. Oder Spitzhacke an der Hüfte wäre cool. Stimmt. Also Bogen hier hinten und Spitzhacke hier unten, ne? Ja. Und dann kommt doch ein Gegner. Ich finde diese Holzdinge, die sehen einfach unfassbar aus. Ja. Auch war das nicht nur einfach so, hey, ich bin eine Holztextur, sondern es ist so irgendwann mal türkis gestrichen worden und dann wieder schon abgepellt und so. Das sieht einfach alles so gut aus. Aber wisst ihr, was ich schade finde? Man ist halt trotzdem nicht mehr so ehrfürchtig wie irgendwie 2017 noch oder so, ja? Wo alles neu war. Wo wir irgendwie durch Farpoint gegangen sind mit unseren lustigen Aim-Controllern und es einfach nur unfassbar war. Ah, hier. Schlüsselchen. Ja, obwohl das hier unfassbar viel krasser ist als ein Farpoint, war ich von einem Farpoint damals unendlich beeindruckt. War das zum ersten Mal, war, dass man so seinen Körper in der Welt sah und diese Eisberge, die es da gab, die sahen halt gut aus. Ja. 2017 dachte man an ein neues Leben. Sehr, 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 sehr philosophisch, der Chat heute. So. Komm her. Zack. So, Leute, ich glaube, ganz alt werde ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe nämlich immer Kontaktlinsen drin und das finde ich eigentlich voll nervig, muss ich gestehen. Ich mag das nicht so gerne. Kann man hier noch irgendwas erklettern? Das erschließt sich mir auch noch nicht ganz. Seht ihr das? Hier sind Seile und Kletterdinger. Und ich glaube... Die Uhr habe ich übersehen. Tja. Puh. Ja, ich merke nämlich immer mehr, wie meine Augen wehtun von den Kontaktlinsen. Als ich das erste MSL Batman VR gespielt habe, habe ich mir vor Freude fast in die Hose gepflastert, benommenes Gesicht schwindlig. Ah, jetzt weiß ich auch, was ihr gemeint habt. Brille, die in alle Headsets passt. Wenn man... Nee, ist ja auch wieder eine Brille. Wenn man geradeaus geht, ist hier immer alles flüssig. Wenn ich jetzt aber runter gucke und seitlich gehe, seht ihr das? Dann merkt man so ein bisschen die Reprojection hier. Dann foppelt es so ein bisschen. Interessant. Das ist mir tatsächlich auch bisher noch nicht aufgefallen. Ich bin noch nie seitlich gegangen. Ja, kann man aber vermeiden, indem man einfach gerade geht. Gottes Willen, dieses Gebäude hier ist einfach der... Krasse. Achso, das kann sein,
Also, wenn Sie hier eine Reprojection machen von 60 FPS auf 120, dann kriegt ihr wahrscheinlich den reinen 60 FPS Stream. Und es ist auch irgendwie nicht absolut immer merkwürdig. Wenn ich nach links gehe, ist es bemerkbarer. Okay. Ich wünsche eine GN8. Ja, ich auch. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie spät es ist. Ei. Ja. Läuft flüssig am TV. Ja. So Leute, aber es ist jetzt auch kurz vor 12. Ich glaube, so schön das hier gerade ist. Ich weiß leider nicht, wann der nächste Punkt ist, wo man was abspeichert. Sonst würde ich eigentlich, glaube ich, erstmal Feierabend machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, meine linke Kontaktlinse fällt hier gleich aus dem Headset. Ich hatte schon leicht Freudentränen. Hip. Zack. Okay. Ja. Ja. Musst du morgen arbeiten? Müssen tue ich nicht. Ich wollte aber tatsächlich morgen ins Büro gehen. Also, da ist dein Zahnrad. Morgen wollte ich mal okay, danke dir, Ed, Montag. Es war ein toller Livestream. Einen klassischen danke, Arbeitstag machen. Weiter? Ich bin ja Freelancer, ne? Also ich muss nicht, aber dann kriege ich auch kein Geld. Also, warte mal, das war zu einfach. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Job, aber der ist mit einem sehr guten Timing. Ja? Den muss ich erst in 2 Wochen abgeben. Und deswegen kann ich mir aussuchen, wann ich mich da mal ransetze. Na, dann mal ein gutes Nächtle. So, und nachdem ich jetzt gefühlt 2 Wochen ausschließlich mit YouTube-Videos verbracht habe, hatte ich das Gefühl, ich könnte mich jetzt auch mal wieder um meine Arbeit und meinen Lebenserwerb kümmern. Wie kommt man denn hier weiter? Verstehe ich nicht. Hä? Guten Abend. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas passiert hier. Ah, wisst ihr was? Ich weiß was. Das ist ja genial. Hier dreht sich ja das Zahnrad. Und ich glaube, ich kann mich da ranhängen. Im Raum ist noch ein Rad. Ja. Das ist ja cool. Funk. So. Das ist noch ein Rad drin. Jetzt dreht der sich nämlich mit und dann komme ich da oben hin. Wann das mal. Geht's denn nächstes Mal weiter mit Horizon Call of the Mountain at Montag. Oh. Meine PSVR 2 kommt morgen. Ich freue mich. Müssen wir mal gucken. Ich würde das. Ich hätte schon Bock, das da jetzt nicht so groß Luft zwischenzulassen. Also bestimmt noch ein, zweimal die Woche. Also warte, 1-2 Streams diese Woche. Ich glaube, wenn der jetzt 2-3 Stunden lang ist, dann haben wir das ja auch nach 3 Streams durch, das Ding, ja? Soweit ich weiß. Whip, müssen wir mal gucken. Ja. Okay. Was wird das denn hier? Gib mir das. Ja, danke schön. Hep. Oh, ja. Dann Pavlov-Party. Freitag Pavlov-Party. Ich muss noch mal kurz überlegen. Also nicht, dass ich zu viel verspreche und da schon irgendeinen Termin habe. Aber Gottes Willen, Leute. Bin dabei. Ich muss mich konzentrieren. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel bei Pavlov spielen können. Ich glaube aber, mindestens 16 Leute können da schießen. Und ich weiß auch gerade aus dem Kopf nicht, ob wir da private Server machen können. Ja, also dass wir wirklich nur mit Leuten aus der Community spielen. Warum bin ich denn jetzt wieder hier? Fällt mir gerade ein. Da bin ich doch hergekommen. Schattenkaja Sonnenkönig Awad besiegen. Werden sie die Sklaven alles erneuern lassen. Also entweder ich bin jetzt da oben hingekrabbelt und hätte mich irgendwie noch umgucken sollen. Komisch. Ein bisschen Horizont grinsendes Gesicht. Ah, guck mal. Jetzt fahren wir auch mal hin. Was hast du gesehen? Hoch. Und warum hast du... Jetzt kannst in den Lift. Geil. Ja, tatsächlich hochgucken, merke ich gerade, ist mit der PSVR schon ein bisschen special. Steckt fest. Ab jetzt muss ich klettern. Ach Mann, schon wieder. Ich dachte, ich kann ganz hochfahren. Ihr Schweine.
Was wollt ihr immer? Das ist ja echt Sport hier, ne? Sport. So, das Seil noch ein bisschen. Sitzt du oder sitzt du? Ich stehe oder sitze. Tatsächlich stehe ich. Aber hätte Frage, wann das nächste Lagerfeuer kommt wegen Speichern. Ja, genau. Ich weiß das auch nicht. Hätte ich gewusst, dass es so lange dauert, also dass ich so lange streame, hätte ich mich mal hingesetzt. Was heißt Special? Special? Oder schlecht? Naja, speziell. Also tatsächlich, ich meine, damit erstmal nichts werten. Das ist schon sehr speziell, dass man hier so viel klettern muss. Ich habe das Gefühl, wenn man so eine längere Session macht, dann hat man aber auch nach einer Weile erstmal genug geklettert. Hep, hep. Das sollte zu Sadahins Vision führen. Da ist noch eine Tafel. Aber ich kann mich, glaube ich, hier nicht loslassen, ne? Oder? Kann ich hier stehen? Nein, nein. Schweine, okay. Hep, hep, hep. Okay, aber es ist wirklich interessant. Also ich habe heute beim echten Spielen noch neue Erkenntnisse über das Spiel gesammelt. Das Witzige ist ja, oh mein Gott, dieser Fall sieht so krass aus. Ja, also in meinem ersten Test 30 Minuten habe ich zum Beispiel keine Objekte gesehen, die irgendwie lowere Texturen hatten. Das habe ich jetzt erst hier im Spiel gesehen. Es ist auch wirklich überhaupt gar kein Drama, so gar nicht. Aber ganz interessant, dass es das dann doch auch gibt. Biatch, jupp. Zur anderen Seite gucken. So, ich habe leider keine Ahnung, wann hier so ein Safe-Ding kommt oder wie das überhaupt es im Spiel funktioniert. Sehr gut aus. Es sieht fantastisch aus. Also echt jetzt. Irgendwie, wenn hier mal ein Holz. Denken Sie nicht perfekt. Texturiert, das komme ich echt drauf klar. Du hast mich schon überholt. Gestern und heute nicht gespielt. GT7 verschlingt die Zeit. Ich dachte, den kann ich aufheben. Ach, guck mal, hier ist ein Gong. Bald kommt ein Endpunkt. Haben die Gongs eigentlich eine Bedeutung? Nee, ne? Huch. Oh. Ja. Schweres Ding. Das ist jetzt echt nur hier, um ein bisschen Faxen zu machen, oder? Als Zwornvarior bei mir auch sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Okay, Mo, ich geh mal in die Vorrufe, bis die Tage du VR-König, okay, Zeichen. Hautfarbe. Danke. Ja, nee, ich muss auch gerade Schluss machen. Mir glitscht gleich die linke Kontaktlinse aus dem Kopf. Das fühlt sich ganz schräg an gerade. Oh. Ich warte eigentlich nur, dass hier so ein Feuer... Ding ist, damit ich abspeichern kann. Aber eigentlich müsste er gespeichert haben, als du eben oben hochgeklettert bist. Ich habe damit noch keine Erfahrung. Also ich weiß nicht, wann das Spiel tatsächlich konkret speichert etc. und wo man da wieder einsteigt. Brinsendes Gesicht. Aber weißt du was? Pass mal auf. Geil ist das. Ich bin tot. So, ich nehme an, dass ich das nächste Mal dann hier auch weitermachen kann. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich das gesehen. Das Erwachen des Sonnenreiches. Autos AB? Aus meiner Sicht speichert er immer. Springen und nicht zugreifen. Ah! Moment mal. Dir und euch allen eine gute Nacht, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen. So, ja, ich habe mich jetzt aufs Sofa gesetzt. Auf der PSVR 2. Nee, gibt es leider nicht. Wird immer gelöscht, wenn ich ein grinsendes Gesicht am Ende mache XD. Dann. Bei mir war das Moral ein Speicherpunkt.
Extra. Okay, danke dir, Ed Montag, für diesen mega geilen Livestream. Bis die Tage, Gesicht mit umarmenden Händen. Bis die Tage, Gesicht. Steuerungsbewegungseinstellung. Also, ich habe mich jetzt hingesetzt. Fortschrittliche Anpassung. Und dann kann man hier auch einstellen, dass man halt im Sitzen weiterspielen möchte. Ja? Thomas verabschiedet sich auch. Also der Witz ist, ihr könnt das nicht sehen. Ne? Irgendwo hier in der Welt steht dann so ein schwarzer kleiner Balken mit Text. Überlegt, ASMR zu machen? Nein. Der Klang deiner Stimme lässt mich wegpennen. Okay. Nee, aber du kannst ja hier die Sachen nutzen. Vor allem Daytona kommt in VR so unfassbar gut rüber. Oh mein Gott, wie Siri übersetzt Gesicht mit Freudentränen. Zurück. Ich würde gerne ins Menü beenden und zum Hauptmenü. Genau, das möchte ich. Das wollte ich nämlich nochmal sehen. Ja, beieinander. Jeder Schritt seit dem letzten Checkpoint. Ja, ist denn so, ne? Macht nichts. Puh, ich bin jetzt auch K.O., muss ich sagen. Also das Gekletter und so arbeitet dann doch an einem. Ich finde es ein bisschen schade, dass man im Menü hier nicht so ein bisschen rumlaufen kann. Das fände ich irgendwie witzig. Kinder. So, das war die erste Session. Interessant. Also ich habe tatsächlich auch noch Sachen über das Spiel gelernt. Gegen beschlagene Linsen tun? Einfach putzen mit einem Brillenputztuch. Gute Nacht, Ed Montag. Freue mich, wie es weitergeht. Ja, schön, dass ihr so zahlreich zugeguckt habt. Wenn ihr mögt, dann drückt doch nochmal alles das Däumchen. Ach, die Maschinensafari, die müssen wir... Wie ist denn das jetzt hier? War sehr cool. Bis bald, geballte Faust. Geballte Faust. Bin gerade bei Road Atlanta. Da kann man teilweise die Kurven nicht sehen wegen den Höhenunterschieden. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und dann gucken wir uns auch demnächst mal hier die Maschinensafari an und all so ein Schnickschnack. Und jetzt bin ich tatsächlich raus, meine Lieben. Es war ein langer Stream, es war ein langer Tag. Aber schon interessant, was wir machen können. Im Verhältnis zum letzten Jahr um diese Zeit. Macht's gut. Bis dann. Bye bye. Gute Nacht. GN8.